Ich bin es. Er ist es. Ihr seid es vielleicht auch. Man weiß es nicht, man munkelt hart. Jedenfalls willkommen zu einem neuen Let's Talk auf Dave Dern TV. Nachdem wir das letzte Mal über Resident Evil gesprochen haben mit dem Alex, spreche ich heute nicht über Resident Evil, nicht mit dem Alex, aber über was anderes. Mit jemand anderem. Und zwar über sogenannte Lasst uns spielen Videos. Let's Plays, auch genannt in Fachquadraten. Mein Gast ist ein so ein bisschen zumindest ein Let's Player-Urgestein. Nicht so ganz, aber so ein bisschen. Was soll das denn heißen? Ja, das, was ich sage. Ach so, okay. Ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Zugzui. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Auch natürlich erstmal hallo an alle Leute da draußen, die jetzt mir und dem Dave, das war echt sehr unhöflich von mir, die uns mal zuhören. Ja, über Resident Evil könnte ich eh nicht so viel sagen, weil ich das nicht so gut kenne. Aber ich glaube, zum Let's Playen schon eher. Doch. Ja, ja. Ich denke schon, ja. Ich dachte mir halt, ich habe schon länger mal überlegt, das könnte eigentlich auch so ein Thema sein für sowas, für so einen Podcast. Und dann dachte ich mir, quatsch da einfach mal. Und wen, eigentlich ist es ja sinnvoll, wenn man jemanden aussucht, der das schon über mehrere Jahre überblickt. Das war auch der einzige Grund, warum ich dich genommen habe. Ansonsten mag ich dich natürlich nicht. Das ist völlig legitim. Das kann ich nachvollziehen. Ich mag mich ja selbst auch nicht, weißt du? Gronkh hatte leider keine Zeit. Aber ich gucke ja auch nur in den Spiegel, um mich zu rasieren und nicht um mich anzugucken, weißt du? Ja, ja. Dafür bist du aber manchmal ziemlich schlecht rasiert. Das ist korrekt, ja. Ich ertrage es nicht so lange. Auf jeden Fall. Ja, wir werden ein wenig die Geschichte von Let's Plays überblicken und wir werden ein wenig auf Einzelheiten von Let's Plays eingehen. Aber wie das Ganze zustande kommt, ist natürlich wieder ein wenig improvisiert. Ich habe mir zwar wieder Infos rausgesucht, aber ob ich die alle unterbringen werde und überhaupt, ob das passt, ich habe keine Ahnung. Du hast aber Infos rausgesucht, ich bin echt mal gespannt, was man da für Infos überhaupt findet. Weißt du, also das, was jetzt aus meinem Gedankenmüll stammt, sind einfach meine Erfahrungen, die ich jetzt während der letzten Jahre gesammelt habe. Aber ein interessanter Aspekt ist jetzt auch zwischen uns beiden, dass wir zu so verschiedenen Zeitpunkten angefangen haben. Ey, du bist wie eine Überleitung. Du bist eigentlich die Überleitung. Danke. Bitte. Das ist so mein zweiter Vorname. Dennis Überleitung Zugzug. Genau. Naja. Boah, das wäre so ein scheiß Nachname, ne? Ist schon irgendwie, ja. Vor allem alle Engländer schreiben dich dann so Yuk-Yui, weißt du, wegen der falschen Tastatur. Sexy. 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 Genau. Ja, haben wir es erkannt. Westernhagen wusste schon. So, auf jeden Fall. Der Dennis, der Zugzui, den ich hier am Apparat habe sozusagen, Apparillo virtuell neben mir, der hat das Let's Playen angefangen am 20.12.2009. Das ist korrekt. Ja, ich bin gut informiert, ne? Jetzt weiß das ich auch, sogar auswendig. Waren das jetzt alle Informationen, die du eingeholt Nein. hast? Nein, okay. Ja, Schriftgröße 102, das ganze Blatt wird ausgefüllt. Ah, okay. Ne, auf jeden Fall. Und ich habe angefangen am 18.09.2011, also ja, da knapp hängt schon ganz viel zwischen, doch, ja. Ist so. Ja. Und da, Dennis hat es gerade schon angesprochen, liegt eine ganz schöne Entwicklung dazwischen. Aber, um mal ganz an den Ursprung zu kommen, ich muss aufstoßen. Moment. So. Let's Plays haben eigentlich ihren Ursprung genommen schon im Jahr 2006. Allerdings nicht in der Form, wie wir sie heute kennen, sondern in anderer Form. Und zwar waren das damals so eine Art Grafiken, also so Video-Screenshots, die man gemacht hat von Spielen, die man gespielt hat, und darunter hat man so einen Kommentar gepostet. Es gab damals ein Forum, das nannte sich, oder das nennt sich immer noch Something Awful, und da konnte man dann halt das posten und andere Leute konnten halt direkt drauf eingehen. Also analog im Prinzip zu heute, wo man ein Video hochlädt und Leute können sich das angucken und können ihre geistigen Ergüsse dann in Form von Kommentaren darunter abgeben. Ja. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, siehste? Ja. Siehste mal? Capcom. Strider, genau darum geht's in diesem Video. Besser gesagt in den folgenden Videos. Das ist nämlich mein erstes Let's Play. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, wie man Konsolenspiele aufnehmen kann und die auch kommentieren kann. Dank Witzerle und ich glaube, ihm hat es, glaube ich, Sushi Shomaro, genau, so heißt er, glaube ich, beigebracht. Und durch ein bisschen Nerven habe ich dann auch letztendlich rausgefunden, was ich dafür alles brauche, und durch, ja, rumprobieren habe ich es dann auch irgendwann geschafft, das so hinzubekommen. So, ich bin übrigens der Zugzui. Wie gesagt, mein erstes Let's Play. Inspiriert wurde ich vom Thornis, der auch schon ein paar Spiele gemacht hat. Ich glaube, Mafia, Command & Conquer Renegade, Indiana Jones, und Sherlock Holmes, genau, und Half-Life ist auch gerade dabei.
Jo, jetzt fange ich auch mal mit meinem ersten Let's Play an. Strider. Noch nie gezockt, man kann sagen Blind One. Und los geht's. Okay, gut, wir sind im Hauptmenü. Ja, jetzt an dieser Stelle doch mal herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Spyro and the Dragonfly. Vierter Teil, erster Teil für die PlayStation 2. Ich habe das immer so ein bisschen als Pendant, weil ich vergleiche ja gerne hier Spyro und Crash, ne? Obwohl die beiden Spiele eigentlich gar nicht so sehr zu vergleichen sind. Aber für mich ist das irgendwo das Pendant zu Crash Zorn des Cortex. Weil halt erstes Spiel für die PlayStation 2, also für die nächste Konsole. Und auch nicht mehr das gleiche Entwicklerteam, weil eben Somniac Games hat hiermit, glaube ich, so gut wie gar nichts mehr am Hut. Wenn nicht sogar gar nichts am Hut, ja. Okay, wir können uns ein Speichersymbol auswählen. Nehmen wir denn mal. Nee. Yo, hallihallo, hallöle, meine lieben Schweinebäckchen. Was steht jetzt an? Jetzt steht erstmal Shade an. Wrath of Angels, ein neues Let's Play. Beziehungsweise, was heißt ein neues? Ein erstes Let's Play von mir. Ja, dass ich mich in dieser Situation mal vorfinden würde, hätte ich jetzt vor einem Jahr zum Beispiel noch überhaupt nicht gedacht. Aber nun ist es so gekommen und ja, schauen wir mal, wie es wird. Übersetzt so in etwa Zorn der Engel, da hier, Shade, guckst du da. Ihr seht, ich habe schon mal angefangen zu spielen ein bisschen. Was heißt zu spielen? Ich habe so ein bisschen wegen den Soundeinstellungen geguckt und den Grafikeinstellungen. Halt das übliche Pipapo, was man so halt macht, ne? Spiel ist von 2004. Aloha, hey, ihr Schweinepriester, und willkommen zu einem neuen Projekt im Hause Dave Durden TV. Ja, ihr seht richtig. It's a Mario, ne? Dürfte euch eventuell bekannt sein, der Knilch hier. Ja, erstmal guten Tag und hallo zu Let's Play Super Mario Land 2 damit. Wie komme ich zu diesem Spiel, wie komme ich zu diesem Let's Play und warum ist die Banane krumm? Auf jeden Fall, ja, im Prinzip hat es drei Gründe. Ich fange mal an, bevor wir jetzt gleich auch in das Spiel starten. Die erste Folge dauert wieder eine halbe Stunde, damit die Leute von euch, die das Spiel noch nicht kennen, Schande über euch. Interessant ist, also die Videoplattform YouTube, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube stimmt, wurde im Jahr 2005 gegründet, ins Leben gerufen. Also auch relativ schon am Anfang dieser Videoplattform gab es diese Let's Play-Idee. Das erste bewegte Video als Let's Play, das kam aber am 5. Januar 2007 erst auf den Markt. Auf den Markt. Ich hab's gekauft. Ja. Und das wurde auch von jemandem aus diesem Forum hochgeladen, der sich da nannte Michael Sawyer. Was für ein Spiel war das? Das würde mich mal interessieren. Das weiß ich ehrlich gesagt. Oh. Ich habe es leider nicht gefunden. Och Mensch. Ja, ich müsste mal. Vielleicht finde ich das nochmal irgendwie und blende es dann hinterher hier ein. Du kannst dir das natürlich gerne auch nochmal im Nachhinein anhören, wenn du auf dem Rad radelst oder rodelst oder jodelst. Rodeln wäre cool, so ein Zimmerrodler, weißt du? Ja, irgendwie sowas, ja. Und es ist einfach krass, seit damals bis heute gibt es dieses Phänomen. Und es ist eigentlich, was ich persönlich besonders interessant finde, so stark mit einer bestimmten Videoplattform verknüpft wie kaum eine andere Sache. Weil ich sag mal, so kleine Spaßvideos oder so Comedy-Videos, die findet man ja auch auf MyVideo oder auf was es nicht alles gibt hier, clipfish.de, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Schon lange nichts mehr von gehört. Kein auf Plan. Jeden Fall. Ja, und YouTube. Das ist ne so stark mit Let's Plays verbunden und auch andersrum. Das finde ich schon interessant. Bis heute. Es ist so einfach. Am einfachsten. Also man kann einfach was hochladen, du kannst Playlists erstellen und so. Gerade sowas ist halt auch für Let's Plays, finde ich, gerade also nicht gerade unwichtig. Weil Let's Play besteht ja nicht nur aus einem Video, sondern schon aus einer Masse an Videos. Mhm. Und auch aus einer Masse an Zeiten. Da kann man sich halt schön hintereinander weggucken. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Videoplattformen ist, weil ich da noch nie verkehrt habe. Das ist zumindest nicht bewusst. Also ob man da jetzt bei MyVideo irgendwie auch so Playlists anlegen kann oder ob man die da einfach nur hochtackern kann. Ich weiß auch nicht, was es da für Vorgaben gibt. Ich glaube, das geht, ja. Mittlerweile geht das, glaube ich. Vielleicht gibt es da auch nur, keine Ahnung, maximal 5 Minuten oder so. Das wäre ja auch Käse. Ja, ja, eben. Obwohl, hätte auch was irgendwie so. Du hast hier bei YouTube auch vor allem das größte Publikum von allen. Mhm. Also die größten potenziellen Zuschauer. Genau. Interessant ist natürlich auch, das hat jetzt nicht speziell was mit Let's Plays zu tun, aber generell mit Videos auf YouTube, auch das hat sich natürlich in der Zeit geändert. Es gab, glaube ich, ganz am Anfang dieses 10-Minuten-Upload-Limit. Ja, genau, 11 Minuten, also bis 10:59 durftest du.
Ah ja, genau. Und also das war die maximale Länge eines Videos. Das wurde später dann angehoben auf 15 Minuten. Und mittlerweile ist es so, dass es auch die Möglichkeit gibt, ich glaube, das muss aber auch erst freigeschaltet oder aktiviert werden, nachdem YouTube da so ein bisschen was geprüft hat, dass man unendlich lange Videos hochladen kann. Genau, ja. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Was zum Beispiel auch zu ganz neuen Formaten geführt hat. Es gibt jetzt zum Beispiel auch sogenannte Longplays. Also wenn man zum Beispiel so kürzere, ich sag mal, Gameboy-Spiele hat oder so, oder Amiga-Spiele, die man dann in 1-2 Stunden irgendwas zeigen will, dann hat man halt ein 1-2 Stunden-Video und zeigt das gesamte Spiel. Auch das gibt's. Da gibt's auch noch einen interessanten Punkt, weil, als ich damals Let's Played habe, also angefangen habe. Machst du nicht mehr, ne? Nee, mach ich nicht mehr, den Scheiß, nee. nee, aber ich habe da auch schon wirklich diese Longplays gesehen, also auch gerade so Amiga-Longplays und so, also ich stehe auf Amiga, es ist ja vielleicht bei dir bekannt. Und da habe ich halt auch schon gesehen, dass es da Leute gab, die da ein Video hochgeladen haben, was einfach 1,5 Stunden ging. Und ich habe mich da echt informiert, wie das funktionierte. Und zwar war das nämlich, wenn du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie deinen Account erstellt hast, und damals konntest du das noch so ein bisschen einstellen, so ob du jetzt ein Regisseur bist oder ein Comedian oder sowas. Und wenn du die bestimmten Einstellungen vorgenommen hattest, konntest du tatsächlich ohne Limit hochladen. Also da hattest du schon irgendwie so ein Limit von, keine Ahnung, 20 GB pro Video oder sonst irgendwas. Aber das hat mich total geärgert damals, dass ich halt erst so spät in Anführungsstrichen den Kanal hatte. Ich habe irgendwann 2007, habe ich ihn, glaube ich, erstellt. Ja, auch 2000, ich weiß gar nicht, ob ich da YouTube überhaupt schon kannte. Ich glaube so grob, ich habe den Namen mal gehört, da war ich noch in der Schule. Ich hatte den Account auch einfach nur, weil ich mir irgendwie so ein Musikvideo mal angeguckt habe. Also was böse war mit Altersverifizierung und so. Ach so, so einer. Also es war nur diese explicit language, explicit oder wie auch immer das heißt. Explizite Language. Genau, richtig. Ja, genau. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Ja, und nicht nur das hat sich verändert, also die reine Videolänge, sondern auch, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich habe es heute noch in einer YouTube-Dokumentation, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, gehört, dass 15% aller YouTube-Videos Let's Plays sind. 15%? Ja, okay, aber ja, okay, doch. Und das, wenn man, ja. Willst du aber noch was dazu sagen? Erzähl es gerne. Hey, ich meine, klar, so, weil, wenn du jetzt ein Comedian bist oder so, du lädst ja nicht jeden Tag 2 Videos hoch, weißt du? Und das ist klar. Erstmal gibt es tausende von Let's Playern mittlerweile. Und die laden dann jeden Tag auch, wenn es gut läuft, dann auch nur 1-2 Videos hoch im Schnitt. Dann ist dann also schon logisch, dass dann der Anteil an Let's Plays natürlich immer weiter steigt. Ja. Das ist so. Ja. Und interessant ist natürlich auch, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, dass pro Minute wohl 300 Stunden an Videomaterial hochgeladen wird. Und was das allein für Datenmengen sind, die irgendwo gespeichert werden müssen. Es gibt ja so Serverfarmen, gibt es ja schon überall auf dem Globus verteilt. Ja. Also das ist einfach krass, finde ich. Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber hast du schon mal eins deiner eigenen YouTube-Videos runtergeladen? Ist dir aufgefallen, dass die viel kleiner sind als die Originaldatei, die du hochgeladen hast? Weil ich schätze mal, bei dem Verarbeiten von YouTube wird das wahrscheinlich nochmal umkonvertiert, dass es dann halt möglichst wirtschaftlich ist irgendwo. Also möglichst hohe Qualität mit möglichst geringer Größe. Also das genau. Wird wahrscheinlich so sein. Das ist so, ja. Also die ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch so ist, aber es war mal so eine lange Zeit, glaube ich, so, dass diese YouTube-Videos so FLV-Dateien sind, sogenannte. Genau. Und ich sag mal, die kann man natürlich selber auch schon so rendern hinterher, bevor man die hochlädt, aber normalerweise macht man das ja nicht. Also es sind ja so gängige Formate, sowas wie MP4 oder WMV oder generell andere Sachen. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren gerade bei der Größe und du warst beim Serverfarm. Ach, wir waren bei der Größe, achso. Ja. Genau, die hatte jetzt große Serverfarm und YouTube ist natürlich immer mehr am Wachsen. Ich weiß da gar nicht, ob es da irgendwann mal einen Stopp gibt, dieses Wachstums. Aber was die allein, ich meine, die haben sich ja schon Anfang 2006, glaube ich, an Google verkauft, sozusagen. Was die allein an Umsatz machen, das ist krank. Ja, allein schon durch Werbung. Also. Ja, es ist so. Ja, dann einfach mal direkt in die Materie gehen. Es gibt ja zum Beispiel, ich habe das jetzt mal zweigeteilt. Also, ich habe einmal mir eine Frage gestellt, warum macht man Let's Plays, wenn man selber Let's Player ist? Und die zweite Frage ist, warum werden Let's Plays eigentlich angeschaut? Wir fangen aber erstmal mit dem ersten Punkt an. Warum macht man Let's Plays? Ich habe da mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Vielleicht weißt du ja noch mehr oder kannst du irgendwas dazu sagen oder wie auch immer. Und zwar, das kennst du ja nur allzu gut, hat man ja vielleicht so einen gewissen Ehrgeiz, dass man so eine Art 100%-Challenge eines Spiels macht. Das heißt, man möchte wirklich alles von einem Spiel machen, alle Sachen einsammeln, die man einsammeln kann und solche Sachen.
einfach für eine, also für sich selbst als Challenge und natürlich auch für Zuschauer dann, die sich das natürlich dann unterhaltend ansehen. Einfach aus Spaß an der Freude, habe ich mir gedacht, weil man irgendwie vielleicht durch Langeweile mal drauf gestoßen ist und dachte mir, komm, ich probiere es einfach aus. Dann zum Beispiel, wenn man anderen Spielern helfen will, also wenn man zum Beispiel ein Spiel wirklich sehr gut kann selber und dann einfach zeigt, so und so geht das, diese schwierige Stelle oder sowas. Ne? Und generell, das ist zum Beispiel so meine Sache, weil ich jetzt nicht so der begabteste Spieler bin, dass ich Spielen generell, dass ich Leuten generell andere Spiele näher bringen möchte, vor allem auch ältere Spiele, weil die werden heute, glaube ich, so ein bisschen immer, ja, verlacht teilweise sogar oder halt gar nicht so beachtet, was ich halt schade finde, weil vieles von den heutigen Spielen natürlich auch auf alten Spielen aufbaut. Ja klar, auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, man kann natürlich auch viele dieser Sachen kombinieren, und aber da dachte ich mir, das sind vielleicht so Motivationen, warum man überhaupt Let's Plays macht, weil man hört ja immer so diesen Satz, oh, ich habe da mal so ein Let's Play gesehen, und irgendwann dachte ich mir, das kannst du doch auch. Das sagt, glaube ich, irgendwie jeder Let's Player, wenn man gefragt wird, wie hat man angefangen. Und da gibt es sicherlich auch noch mehrere Gründe. Falls ihr noch irgendwas wisst da in der Art und ihr auch Let's Player seid, könnt ihr natürlich gerne auch was dazu schreiben. Keine Frage und keine Sorge. Ja, das ist das. Dann genau, der zweite Sichtpunkt. Warum schauen Leute überhaupt Let's Plays? Warum opfern Leute die Zeit, sich irgendwo hinzusetzen und jemand anderen dabei zuzusehen, wie man spielt, anstatt selber zu spielen? Das war für mich zum Beispiel immer so ein Phänomen. Das verstehe ich aber auch nicht. So ganz ehrlich. Ich kann zwar schon irgendwo nachvollziehen, wobei selbst in der heutigen Zeit, also im Zeitalter der Emulatoren und sowas, wo es ja wirklich super leicht ist, an irgendwas ranzukommen, ne? Gerade so an so alte Geschichten, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, warum das Leute dann wirklich nicht selbst spielen. Also, wenn es jetzt irgendwie wirklich, nehmen wir zum Beispiel jetzt hier Spyro, das ist gerade ein aktuelles Beispiel. Wenn man sich jetzt selbst denkt, okay, den vierten Teil, den kann ich nicht selbst spielen, weil ich finde den einfach schlecht. Ne? Aber mich interessiert trotzdem irgendwo, was da passiert und so und wie das abgeht. Und deswegen gucke ich mir das lieber an. Das ist dann so ein Grund, den ich nachvollziehen könnte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Spiel auswendig kennen würde, ne? Dann würde ich doch niemals auf die Idee kommen, mir das irgendwie bei jemand anderem nochmal anzugucken, weil ich weiß A schon, was passieren wird. Und B, würde ich mich dann wahrscheinlich eh nur über die Leute aufregen, die das spielen, weil die dann einfach total schlecht sind, ne? Ja. Also im Gegensatz zu mir, weil ich kenne das Spiel halt. Ja, klar. Ja. Da finde ich halt auch, da muss man halt so ein bisschen, sagen wir mal, manchmal finde ich das immer so ein bisschen unfair von einigen Zuschauern. Jetzt nicht unbedingt bei mir oder so, aber wenn ich es mal woanders zum Beispiel sehe, die das halt nicht abstrahieren. Also die jetzt zum Beispiel das nur ihre Sicht haben, so muss man ein Spiel spielen. Da fehlt die Empathie einfach. Weißt du, die können sich da einfach nicht in die Lage hineinversetzen, dass man dann das Spiel halt selbst noch nicht so gut kennt oder selbst wenn man es mal gespielt hat, dass man das dann halt vergessen hat. Und das finde ich halt schade irgendwo, weil das unfair ist im Prinzip. Aber vielleicht gut. Ist das ja auch mit ein Grund, so weißt du, dass sie sich dann einfach so ein bisschen, weißt du, das geht jetzt voll gegen Zuschauer, ne? So voll gegen das Publikum, was du halt gerade hast. Nein, aber das muss ich dann vielleicht auch so ein bisschen geil fühlt, weißt du? So, ja, klar. Das hättest du da viel besser machen können. Ja, ich hab das schon so schnell hingekriegt. Genau, ja. Ja, ich meine, das ist jetzt nichts gegen die Zuschauer an sich. Nein. Aber das könnte vielleicht wirklich so ein latenter Grund sein. Ja, so nach dem Motto, so Spyro-Meister-LP hat das in einem Part geschafft. So. Ja, das ganze Spiel. Ja, echt mal. Nee, aber und so halt nach dem Motto, es gibt diesen einen Weg, wie man das richtig macht und du machst das nicht so, das ist scheiße, du Noob. Naja. Und so solche Sachen halt, ne? Aber um mal zurückzukommen, du hast schon irgendwo recht, ich würde dir aber auch so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube schon, dass es da gute Gründe gibt, zum Beispiel, wenn man so konsolenexklusive Spiele hat, also zum Beispiel sowas wie The Last of Us, das gibt's nach wie vor nur für die PlayStation 3. Ja. Und wenn man selber halt keine PlayStation 3 hat und möchte das gerne irgendwie aber mal sehen, dann finde ich das schon sinnvoll, sage ich mal. Das ist jetzt irgendwo auch die andere Seite, weißt du, weil das war jetzt was Neues. Also ich schätze mal, es gibt mittlerweile schon irgendwie PlayStation 3 Emulatoren und irgendwelche Möglichkeiten, keine Ahnung, das in irgendeiner illegalen Form zu erwerben. Aber das stimmt schon, klar, wenn man da gar keine Möglichkeit zu hat. Aber wenn ich so interessiert an einem Spiel bin, ne, dann würde ich auch 5 oder 10 Jahre warten, bis ich das dann wenigstens mal selbst spielen kann. Weißt du, ich habe mir jetzt zum Beispiel, ich hätte mir jetzt auch die ganzen Sachen, die ich jetzt geil finde für PlayStation 2 noch, die ich noch alle nachholen musste, zum Beispiel so ein Kingdom Hearts, was mir schon 400 Mal empfohlen worden ist, hätte ich mir schon längst mal angucken können. Aber nee, ich warte halt darauf, bis ich das mal selbst zocken kann. Ja. Oder bis ich das mal selbst zocke. Löblich. Nee, aber was mir zum Beispiel eingefallen ist noch als weitere Gründe, so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das umschreiben kann, so einen gewissen Nostalgie-Moment,
Vor allem, wenn man halt schon älter ist, also wenn man jetzt nicht erst 14 ist und dann anfängt zu Let's Playen. Natürlich nichts gegen 14-jährige Let's Player, das wollte ich damit nicht sagen. Das ist jetzt aber zu spät, das ist jetzt auf Band. Nee. Aber, ja, ich meine, das habe ich jetzt nicht, aber bei dir oder beim Alex, Flattermann85 ist das zum Beispiel so, könnte ich mir vorstellen. Man wird halt selber daran erinnert an diesen, man schaut dem Bruder beim Zocken zu Moment, als man noch klein war und der große Bruder hat was gezockt. Und man hat einfach da nebengesessen, hat einfach mal zugeschaut. Vor allem, wenn es natürlich irgendwie so Sachen waren, die ein bisschen gruseliger waren oder irgendwie was. bei mir lag es meistens am Schwierigkeitsgrad. Ja. Gerade beim Amiga. Und wo der Bruder zum Beispiel halt dann mal angeboten hat, willst du auch mal zocken? Wo man halt selber gesagt hat, nee, ich möchte einfach nur zuschauen. Ja. So, das gab es ja auch so einfach, weil man so fasziniert war davon. Ja, klar. Generell halt, dass man mitfiebert und natürlich, was man auch nicht unterschätzen darf, denke ich mal, gerade auch in der heutigen Zeit, wo es immer mehr Spiele gibt und die nicht unbedingt günstig sind, so eine Art Hilfe für die Kaufentscheidung oder nicht. Also man schaut so ein bisschen rein, ne, in so ein Spiel und schaut sich das an, ist das was für mich, gefällt mir das irgendwie oder brauche ich mir das gar nicht erst zu gönnen, das kann ich abhaken. Ich glaube fast, dass Let's Plays dafür ungeeignet sind, weil wenn dir dann das Spiel gefällt, dann guckst du wahrscheinlich weiter. Ja. Ne? Also das wäre dann das Kontraproduktivste, was du tun könntest. Hm. Weil du guckst in das Spiel, ne? Wenn es scheiße ist, oder wenn es dir nicht gefällt, dann guckst du es nicht weiter, aber du holst sie auch nicht. Hm. Wenn es dir aber gefällt, dann guckst du wahrscheinlich weiter, aber dann überlegst du hinterher, jetzt kenne ich das Spiel ja eigentlich schon, ne? Hat mich das Gameplay jetzt so überzeugt, dass ich mir das jetzt auch nochmal kaufen werde, oder lass ich es einfach sein? Ja, klar. Und was auch noch ein interessanter Fakt ist, also wo du das gerade angesprochen hast, bezüglich des Alters, ne? Also es gibt ja auch viele Leute, gerade wenn du jetzt so Retro-Spiele spielst, ne? Die halt im Laufe ihres Lebens einfach mal, ne? Sowas soll es tatsächlich geben, jetzt halte ich fest, ey, ne? Oh, ja. Die vom Zocken abgekommen sind, die gar nicht mehr spielen. Doch, sowas soll es geben. Und dass sie dann aber dadurch, durch Let's Plays und sowas, schon so ein bisschen wieder in die Zeit zurückversetzt worden sind, also in ihre Kindheit zum Beispiel. Ich habe ja immer teilweise echt ältere Leute, also ab Mitte 20 und aufwärts, ne? Dankeschön, ja. Nein, die dann wirklich dann auch so schreiben, so von mir so, ach, das habe ich früher als Kind immer gezockt. Weil selbst wenn die dann auch nur unter einem Video mal was runterschreiben oder dass sie mal so sagen, boah, das habe ich damals auf einer Demo gezockt, ich wusste gar nicht mehr, wie das heißt und so. Ja. Weil die halt selbst gar nichts mehr so damit so am Hut haben und gar nicht mehr die Ambition hatten, jetzt sehr zielstrebig danach zu suchen. Mhm. Und dass sie dann mehr oder weniger zufällig über das Video gestolpert sind und dadurch halt erst so ein bisschen wieder zu den Spielen zurückfinden, sag ich mal. Das sind halt immer die geilsten Momente, finde ich, wenn du zufällig irgendwas findest, was du von früher her kennst, was total irgendwo in Vergessenheit geraten ist, aber durch das Angucken des Videos, dass es dann alles wieder schön aufbereitet wird. Das hatte ich letztens erst, das Moment. Und zwar, ich habe früher halt, ich bin mit dem Gameboy, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin Jahrgang 91, also ich werde dieses Jahr 24, bin also auch Mitte 20 und damit älter. Nee, noch nicht. Okay, dann noch nicht. Auf jeden Fall, ich bin damals aufgewachsen primär mit dem Gameboy und mit der PlayStation 1 und natürlich auch mit dem PC hinterher. Und ich habe zum Beispiel für den Gameboy einige Spiele gehabt, ich kann mich da aber an nur wenige erinnern. Und letztens habe ich ein Video einfach mal geschaut, die besten Gameboy-Spiele. Das war so eine Liste, so eine Auflistung, ich glaube mit 10 Spielen. Und ich hatte immer im Hinterkopf so eine Art Jump'n'Run, was mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Ich konnte mich an so einen Baum erinnern, aber ich hatte nicht mehr Erinnerung. Ich kam einfach zum Verrecken nicht drauf, was für ein Spiel das sein könnte. Und in dieser Auflistung kam dann, waren auch Videoausschnitte mit drin von den Spielen und da kam dann Super Mario Land 2 und ich dachte mir, du bist einfach so ein Horst, da hättest du eigentlich drauf kommen können. Und das ich momentan ja auch. Also, weißt du, was mir gerade ein bisschen wehtut, ne? Ich habe das Spiel auch gemacht. Ja, gut, aber. Ja, ne? Gut, sagt er jetzt. Ja, gut. Ich mache das ja momentan auch als Let's Play, aber. Das ist auch ein gutes Spiel. Ja, das ist ein sehr gutes Spiel. Ja, ist es. Aber das war auch übrigens mein. Ich muss mal kurz überlegen, nicht, dass ich jetzt lüge. Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein erstes Gameboy-Spiel war, was ich länger als eine Stunde gespielt habe. Okay. Bei vorher hatte ich noch Tetris und so ein komisches Spider-Man, das war total kacke, das Spiel. Aber Super Mario Land 2, da war ich das erste Mal bei einem Kollegen damals. Und da habe ich mir extra den Gameboy von ihm geliehen und das Spiel. Ohne Batterien, das war noch dieser fette Gameboy, wo 4 Batterien reinkommen. Ah, ja, ich kenne ihn. Wo du aber nichts gesehen hast, weil der Bildschirm so kacke war. Und ich habe ja so gesucht in das Spiel, es war so geil und ich kam nie hinter Varios Schloss. Ach ja. Erst bitte. Jahre später, doch. Bitte. War schon geil. Glaube ich. Ich gucke das natürlich auch noch bei dir. Also ihr könnt gerne beim Zug Zui reinschauen. Wie gesagt, er macht, anders als wir das vorhin natürlich satirisch aufbereitet haben, auch heute noch Let's Plays. Ja, ich ebenfalls. Und
Ja. Das wissen die Leute wahrscheinlich. Nee, weiß man ja nicht. Es könnte ja irgendjemand sich auch auf dieses Video verirren, der noch gar nichts von uns kennt. Weiß man ja nicht. Man munkelt hart. Aber die werden nicht so lange zuhören. Glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Wir haben sie schon verschreckt. Obwohl, perfekte Überleitung, weil manche Leute, es soll es sogar geben, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es kann sein. Manche Leute schauen Let's Plays ab einem gewissen Punkt auch vor allem wegen des Kommentators und nicht wegen des Spiels. Jetzt werd ich albern. Also, nö, das ist ja so, ne? Habe ich gehört. Das weiß man nicht. Nein, das stimmt schon natürlich, klar. Ja, und ich meine, du hast mir ja auch schon mal gesagt, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen, nein, dass du zum Beispiel auch bei Let's Plays sehr auf die Stimme achtest und auf den Kommentator, wie der kommentiert. Ja. Wir hatten das auch schon mal angesprochen, als du bei Spyro 3 da zu Gast warst bei mir. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in Cutscenes permanent reinlabert und sowas, das ist eine Todsünde. Ne? Das ist einfach, also ranziger geht es nicht. Das mag ich auch überhaupt nicht zum Beispiel. Also sowas zum Beispiel, ich meine, man muss nur die großen Namen nehmen, Gronkh, ich glaube, der könnte auch, weiß ich nicht, Let's Toilettenpapier machen und die Leute würden es gucken, weil es Gronkh ist. Ja, genau. Ne? Da kommt das halt sehr stark zum Tragen. Das stimmt, ja. Und ja. Aber jetzt, wo du das gerade schon mal ansprichst, das war früher auch wirklich anders. Also wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja, klar, gerne. Damals, ne, vor 6 Jahren knapp, oder 5,5 Jahren, muss es ja nicht übertreiben. Da gab es ja sowieso nicht so viele Let's Player, ne? Und da gab es hauptsächlich Retro-Spiele und da gab es wirklich hauptsächlich auch nur Nintendo-Spiele. Und damit konnte ich ja eigentlich damals nicht so viel anfangen. Aber dennoch haben mich die Kommentatoren teilweise so sehr bei der Stange gehalten, dass ich wirklich den Kram geguckt habe, B, dadurch sogar unterhalten wurde, also wirklich sogar sehr gut, C, ich selbst mit dem Kram angefangen habe und D, sogar selbst mit Nintendo-Spiele gespielt habe. Nein. Doch, das sind echt 4 Faktoren, ne, die jetzt allein nur auf dem Kommentator irgendwo beruhen. Ja. Und heutzutage ist es wirklich gar nicht mehr so, aber es liegt natürlich auch daran, dass das Angebot so unglaublich groß ist, weißt du? Ja. Da muss man sich natürlich schon selbst rausfiltern, was man halt gucken möchte. Ich musste gerade an den Let's Play Markus denken, wo du gerade Nintendo sagtest, weil der ist ja sehr Nintendo-lastig unterwegs, sag ich mal. Auch naja, schon ein Let's Player, der auch, ich weiß gar nicht, seit wann er Let's Play. Mittlerweile ist er, glaube ich, auch irgendwie so bei Nintendo unter Vertrag oder so, keine Ahnung. Ja. Weil der, das ist kurios, aber der hat dich ja mal in einem Video empfohlen. Ja. Ne? Ja. Der hat ja auch, ich muss es wieder stolz erwähnen, der hat ja auch nur wegen mir angefangen. Also nicht nur wegen mir, das ist jetzt wieder übertrieben. Nein, es ist aber so, du hast ihm ja damals geholfen, so ein bisschen das Technische, wie das funktioniert, ne? Naja, genau. Ja, ich bin top informiert, merkst du? Ja, das ist unheimlich. Wir sind die Welle, sag ich nur. Wir sind nicht auf der Welle, wir sind die Welle. Ich bin der Strand. Ja. Oh, herrlich. Dann bin ich ein Krebs, der dich Pi sagt, obwohl der Strand hat ja keine Empfindung. Eigentlich müsstest du dich in mich eingraben. Ich bin die Sandburg. Und du bist, ja, weiß ich auch nicht, der Wind. Der daneben steht. Naja, auf jeden Fall, ja, genau. Dann habe ich noch einen Punkt, wo, ja, ich glaube, wir eine ähnliche Ansicht haben. Aber was weiß man natürlich nicht. Und zwar, es gibt ja einmal das Verhältnis vom Spiel zum Let's Player. Das habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen versucht anzusprechen. Also wenn man zum Beispiel dem Spiel, ich sage das immer so gerne auch bei mir, das Spiel zu Wort kommen lässt. Also wenn man zum Beispiel Cutscenes hat, dass man gefälligst nicht reinlabert. Und wenn man irgendwie eine schöne Spielmusik hat, dass man da nicht die ganze Zeit drüber labert oder so. Dass man mal für ein paar Sekunden still ist. Sowas in der Art zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch das Verhältnis, das ist eine ganz andere Ebene, vom Let's Player zum Zuschauer. Ja. Und natürlich auch wechselseitig. Das ist halt, was ich mich halt gefragt habe, auch so ein bisschen aus eigenen Gedanken, die ich mir mal ab und zu gemacht habe dazu. Was sollte oder was darf man sich, was muss man sich als Let's Player von einem Zuschauer sagen lassen und was nicht? Also, ich sag mal, letztendlich muss man mit allem rechnen, weil man halt in der Öffentlichkeit steht, ja, irgendwo. Ja, super. Das ist gleich auch noch was ich ansprechen möchte. Ja. Allerdings hat man selbst natürlich aber auch die Macht, wie viel man zulässt. Also es gibt, da ist natürlich auch jeder Let's Player anders. Also ich sag mal, wir beide, wir sind halt eher so die Leute, die das machen, weil sie einfach Spaß an der
Kacke haben irgendwo, ja, ne? Dass sie die Leute auch irgendwo unterhalten wollen und so. Oder da kann es auch mal so ein bisschen rauer zugehen. Wir denken jetzt einfach nicht, dass wir die Geilsten werden oder sonst irgendwas. Und selbst wenn da mal Kritik kommt, also ich spreche jetzt nicht mal von konstruktiver Kritik, sondern einfach nur, wie du schon vorhin gesagt hast, so von wegen so, ah, ich habe das so gemacht, du bist so schlecht in dem Spiel, bla bla bla. Mhm. Da weißt du, also gibt's Leute, die würden dann die Leute entsprechend blocken. Ich töte deine Mutter. Ich töte deine Mutter, genau. Die würden die Leute dann direkt blocken oder so, ne? Mhm. Oder, aber es gibt dann Leute, die reagieren dann da drauf, was dann aber auch schon wieder so, ne, was dann schon wieder so zeigt, okay, man liest zwar alle Kommentare, aber ich reagiere nur auf negative Kommentare. Was natürlich auch immer so ein bisschen was über den Let's Player aussagt, finde ich. Ja. Oder die dritten, wo es eigentlich am einfachsten ist, man ignoriert es einfach. Ja, also. Aber dann wiederum könnte sein, dass sich die Leute beschweren, dass man sie ignoriert. Es kommt halt immer ganz drauf an, was das halt für einen Grund hat. Ne? Also entweder die meinen das wirklich ernst und sagen, ja, ich habe das aber so und so gemacht, warum machst du das nicht einfach so und so? Ja, was genau. Absolut sinnlose Kommentare sind, weil das alles in der Vergangenheit war. Ne? Richtig. Und bis du das Video hochgeladen hast, hast du wahrscheinlich noch irgendwie 3 Aufnahmen dazwischen. Ne? Das heißt, es wird sich die nächsten 12 Videos auch nicht ändern. Ja. Aber weißt du, man muss dann die Leute irgendwo so, ich sag mal, es ist ja okay, dass die Leute ihren Senf dazugeben. Aber gleichzeitig müssen die Leute dann aber auch verstehen, ne, dass das, also gerade wenn es so um Verbesserungsvorschläge geht, ne? Natürlich gibt es Leute, die dann auch wirklich Live-Aufnahmen irgendwo machen, die dann vielleicht einen Tag alt sind oder so. Ja. Aber gerade wenn man Blogaufnahmen macht, ist das halt absolut sinnlos, wenn man dann irgendwelche Vorschläge macht, wie man gewisse Stellen besser meistern sollte und so. Mhm. Und also das war jetzt zum Beispiel so eine Sache, weil du ja davon sprachst, wie viel muss man sich sagen lassen. Das geht ja noch, ne? Das, also ja. Das kann natürlich wirklich ein bisschen nervig sein, weil als Videoproduzent, so nenne ich uns mal. Video Producer. Du liest das dann und denkst dann, ja toll, was soll ich jetzt machen? Hör mal, ich habe jetzt hier noch 20 Videos in der Pipeline, ne? Und dann wird sich die nächsten 20 Videos nicht ändern, ne? Schreibe ich ihm das jetzt oder wird der klug genug sein, das selbst zu machen? Was übrigens auch ein Grund ist, warum ich immer das Datum der Aufnahme sage. Das mache ich mittlerweile auch, das habe ich mir auch angewöhnt. Das ist nämlich ein Grund, aber es wird trotzdem nicht so verstanden. Ja, es ist, hilft trotzdem alles nichts, ich weiß es. Ja. Es ist. Nee, ja, aber aber klar, ich sag mal, wenn das jetzt einfach nur so Trolls sind oder so, je nachdem, was für eine Zuschauerbasis du auch schon hast, ja, wird sich das Problem von alleine klären. Das ist eigentlich ein ganz eigenes Thema für eine eigene Podcast-Ausgabe, aber du hast es eben schon angesprochen. Ja. Und das ist halt so, Let's Player sind Personen der Öffentlichkeit. Ob es jetzt im großen oder kleinen Rahmen ist, ist ja eigentlich erstmal scheißegal. Du bist in der Öffentlichkeit, weil YouTube ist eine öffentliche Plattform, außer jetzt du bist in China oder so. okay, ich verstehe. Ja. Und ich glaube einfach, dass viele, nicht nur Let's Player, sondern generell, ich sag mal Vlogger, auch größere oder was, sich manchmal nicht bewusst sind, was sie für einen Einfluss haben auf Leute und was sie auch für eine Verantwortung haben, und die denken halt einfach nicht über viele Sachen nach. Ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast mit dem Simon Unge und Mediakraft. So ein bisschen. Der hat sich mit denen ja zerstritten und da hatte dann ein Video gemacht, ich umreiße das jetzt nur grob, das geht eigentlich noch viel detaillierter. Mhm. Und die Leute von ihm, der hat ja im Monat so circa 30 Millionen Views gehabt. Mhm. Im Monat. Das ist schon krass. Ja. Und dann sind halt die Leute massenhaft bei Mediakraft auf die Facebook-Seite gegangen und sonst wo und haben dann Shitstorm losgetreten und beleidigt zum Teil und alles. Und er hat sich zwar hinterher dafür entschuldigt, aber das ist zum Beispiel so ein perfektes Beispiel, finde ich, dafür, dass er sich dessen nicht bewusst war und dass er da, also sagen wir mal, von jemandem, der in der Öffentlichkeit steht, kann man auch so eine gewisse Verantwortung erwarten, finde ich. Ja, klar. So. Und aber wie gesagt, da kann man auch sich Sachen drüber erzählen, aber naja, auf jeden Fall, genau. Und was zum Beispiel auch bei großen YouTubern, was ich ab und zu mal gelesen habe oder wo sie auch drauf eingegangen sind, habe ich beim Gronkh zum Beispiel mal gehört, von wegen dieses, wann kommt denn wieder das und das, lad doch mal wieder hoch und mach doch mal wieder das und das und das und so nach dem Motto, wo ich mir auch so denke, das meine ich halt im Prinzip damit, also was muss man sich sagen lassen und wo ist es irgendwann... Ja, was Eigenes, weil... Ich würde nur sagen, ganz ehrlich, also jetzt gerade so bei so einem Gronkh oder ich sag mal, alles, was, weiß ich nicht, über 50.000 Abonnenten und auch regelmäßig Zuschauer hat, ich glaube, die kriegen, also nicht, dass die sich gar nicht mehr interessieren für die Kommentare. Nein, das aber ist klar. Aber die haben da gar keine Zeit mehr für. Ja. Also wenn ich schon mal überlege, wenn ich jetzt irgendwas hochlade, was gut geschaut wird, was natürlich auch vom Spiel abhängig ist, ich komme da selbst kaum, also ich komme da schon noch zu, die Kommentare und sowas zu lesen. Aber es ist echt schon mit Zeitaufwand verbunden. Ja, ja.
Und je nachdem, was du halt für ein Leben hast, also ich bin jetzt ganztags berufstätig und so und mache dann halt noch nach der Arbeit viel. Das ist echt, da muss man sich wirklich Zeit für nehmen teilweise. Und wenn richtig, ich jetzt mal bedenke, ich habe gerade mal 6.500 Abonnenten oder so. Gerade mal. Ja, aber wenn du jetzt mal vergleichst mit, ja, gut, im mit Vergleich, Deathplay Markus klar. zum Beispiel auch. Ja. Weißt du, der lädt ein Video hoch und nach einer halben Stunde hat er so viele Kommentare wie ich nach 4 Wochen. Ja. Das geht ja, also das kriegst du gar nicht mehr Nein. Alles gehandelt, weißt du? Klar. Sagen wir mal so, das wird jetzt halt wieder zu weit wegführen von dem eigentlichen Thema. Aber klar, du hast recht. Also das ist halt immer so eine Sache. Ja. Mit der Größe kommt natürlich auch immer mehr Feedback, sag ich mal. Eben, genau, das ist es. Und deswegen, also was muss ich sagen lassen muss, ich glaube, denen ist halt sowas von egal. Also weil ich will nicht nur sagen, dass ihnen das egal ist, aber die kriegen das halt gar nicht so mit. Ja. Ne, es sei denn, irgendwelche Sekretäre, die das nochmal durchchecken. Ja, das ist zum Beispiel, also um das halt abzuschließen, das Thema. Also mein grundsätzlicher Standpunkt ist da mittlerweile, ich habe mir ja auch ein paar Gedanken drüber gemacht, wie verhalte ich mich da so? Auch wenn es vielleicht einige Leute nicht so mögen sollten, aber ich bin, was sowas angeht, also was jetzt zum Beispiel die Wahl meiner Spieleprojekte angeht oder auch andere Sachen, in einer gewissen Art und Weise egoistisch. Weil wenn ich Bock auf ein Spiel habe, dann spiele ich das Spiel. Und das geht mir genauso. Und genau, dachte ich mir nämlich. Und wenn die Leute auch noch so oft nach Spiel XY schreien, das können sie ja gerne machen, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Nicht falsch verstehen, aber letztendlich habe ich da so eine egoistische Linie als Let's Player. Also ich finde, weil das ist am ehrlichsten auch. Ja, finde ich. Das finde ich auch. Ne? Weil ich sag mal, Egoismus ist ja nicht komplett schlecht. Es gibt ja verschiedene Arten von Egoismus, aber das ist zum Beispiel sowas, finde ich, da sollte man sich selbst als Let's Player halt in erster Linie treu bleiben. Und da kommen wir auch wieder zurück. Weshalb macht man Let's Plays? Weil wir machen das halt wirklich, weil wir Spaß an dem Kram haben und auch Spiele zeigen wollen und sowas. Ja. Und wenn du aber allerdings mit dem Kram Geld verdienen möchtest, ne, dann gehst du natürlich auf die Zuschauer schon eher ein. Klar. Weißt du, wenn ich jetzt mit Let's Plays Geld machen wollte, würde ich jeden Monat Crash Bandicoot 1 bis 3 durchspielen, weil es das immer wieder Leute angucken. Ja, eben, es zieht immer, ne? Ja. Es ist so. Oder dann, ja, auch mal so Kingdom Hearts, was halt viel gefragt wird. Und dann würde ich wahrscheinlich auch 2-3 Projekte nebenbei laufen lassen und sowas, weil ich dann wahrscheinlich auch die Zeit dafür hätte. Ja. Also ich persönlich verdiene ein bisschen Geld mit YouTube, aber das ist echt nicht der Rede wert. Ja, also, das sind Centbeträge. Also ich meine, ich nehme es natürlich gerne an. Vor allem, was ich halt schön finde, ist ja auch zum Beispiel so ein Thema, wo es jetzt nicht so oft drüber gesprochen wird, auf YouTube zumindest nicht öffentlich und detailliert. Das werde ich hier auch nicht machen, nein. Mhm. Aber da kommen jetzt bei mir zum Beispiel jetzt keine Unsummen zustande. Also ich habe so im Monat zum Beispiel so 10.000 Videoaufrufe insgesamt, glaube ich. Dafür kriegst du dann 10.000 Euro. Ja, unbedingt. Für jeden Aufruf ein Euro. Pro Aufruf 10.000 Euro. Pro Aufruf 10.000 Euro. Das ist ja nicht so viel, ne? Nee, ja, es könnte mehr sein, hör mal. Ja. Nein, aber das ist halt, ja, also ich mach's nicht deswegen und weil es ergibt ja auch keinen Sinn. Letztendlich ist es halt, sind es halt die Spiele, die ich machen möchte und zum Beispiel, ja, also ich meine, ich habe das auch öfter, du kennst das ja auch, diese ganzen Fragen, wann kommt das und das Spiel, wann kommt das und das Spiel, wann kommt das und das? Wie gesagt, ich habe da nicht grundsätzlich was gegen, liebe Leute, nicht falsch verstehen, aber letztendlich spielt man halt doch das gerade, worauf man Bock hat. Genau. Ja. Und das verstehen viele Leute aber leider nicht so. Und die nehmen das dann halt persönlich, wenn man dann zum Beispiel sagt, nee, das spiele ich jetzt erstmal nicht oder so, dann denken sie so, sind sie meistens dann sofort persönlich beleidigt. Zumindest manche, natürlich nicht alle, aber gibt's auch. Und das ist auch so. Stimmt. Ja. Aber andererseits denke ich mir halt, und da kommen wir wieder zum Egoismus zurück als Let's Player so ein bisschen, da muss man halt auch knallhart bleiben und seine Linie fahren. Eben, genau. Und man gestaltet natürlich auch selbst den Kanal, weißt du? Richtig. Weil ob es den Leuten dann passt oder nicht, damit musst du dann hinterher leben, weißt du? Wenn jetzt Leute keine Lust haben, 3 Jahre auf ein Spiel zu warten, was bei mir durchaus sein kann, also dann muss man halt damit rechnen, dass die Leute dann abziehen. Aber dann ist es halt so, weißt du? Und damit, du hast dich so entschieden und dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben. Richtig. Das ist ganz einfach. Ja. So, dann habe ich einfach mal ein bisschen Brainstorming betrieben, aber nur ganz kurz. Okay. Und zwar habe ich ein paar Let's Player aufgelistet, die bekannt sind, die man kennen könnte. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Sugar Conroy heißt er, ne? Aus Amerika. Ganz ehrlich, also vom Namen ich kenne nur die ganz alten und die ganz berühmten. Ja, sag ruhig mal, wen du so kennst, von den ganz alten Sugar zum Beispiel. Conroy kenne ich nicht. Ach, von den ganz alten. Hier, Imero kenne ich, Suishumaru, Fang Royal natürlich, der jetzt mittlerweile nur noch streamt.
Dann, wie gab es da noch? Lake Jasra gab es noch. Dann mit mir angefangen, die damals auch echt eine Größe waren. Also, was heißt eine Größe? Das waren damals eine Größe, war schon ein paar tausend Abonnenten. Chainsaw Man 16, Weehawk LP. Wo gibt es da noch alles? Ach, Weehawk LP kennst du? Ja, der war ja früher auch mal mit Chainsaw Man 16 unterwegs. Ja, weil das ist interessant, dass du das sagst. Weil, das waren ja die Größen der zweiten Generation irgendwo. Ja. Ich hab da nämlich eventuell dem nächsten Skype-Gespräch mit dem mal gucken. Mhm. Ja, über ein paar Ecken, sag ich mal. Okay. Ja, ich lerne ja immer gerne neue Leute kennen. Sagen wir ich mal weiß so. Auch über wen. Weißt du das? Mhm. Über wen denn? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist alt. 74. Ja, ey, woher weißt du das? Ich bin halt einfach geil. Der Mr. Venom 1974, ja. Ah, Mr. Venom, genau. Ich spiele auch immer C64-Spiele und so. Der ist ein Retro-Let's Player durch und durch, genau. Mhm. Mit dem habe ich jetzt auch letztens aufgenommen und heute ist das erste Video erschienen, heute am, was haben wir heute, den 2.3. Mhm. 2015. Ninja Baseball Batman, kennt wahrscheinlich kaum einer, aber ist ein schönes Arcade-Spiel, glaube ich, von 1993. Und ich war zu Gast. War schön, ja. Das nebenbei nur so, Werbeblockende. Die haben halt so eine Connection zueinander halt. Und es ist halt generell, ich sag mal, viele ältere Let's Player kennen sich sicherlich unter sich enger als jetzt heutzutage, wenn da jetzt neue Leute dazukommen, könnte ich mir vorstellen, klar, weil die Szene halt einfach kleiner war. Ne? Also zumindest namentlich kennt man sich halt, denke ich mal so, viel mehr. Dann haben wir zum Beispiel PewDiePie, den ich persönlich jetzt überhaupt nicht leiden kann, aber er ist natürlich eine absolute Größe. Ein Schwede ist er, glaube ich. Ach, der ist dann okay. Ich verwechsel immer mit Pete Smith. Pete Smith sind Deutsche, das sind mehrere, genau. Ich wusste, einer ist Deutsch und der andere sind Schwede. Aber Pete Smith wäre jetzt gleich noch gekommen. Dann habe ich zum Beispiel noch den Gronkh, den Sarraza. Dann gibt es ja noch den, Dena. Ich weiß gar nicht, ob der auch Let's Plays macht oder ob der eher so Vlogs macht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ja ziemlich viele große Leute. Was ich übrigens auch überhaupt damit sagen will, mittlerweile, und ich glaube, das ist auch was mit den Jahren zugenommen hat, ist die Grenze zwischen rein Let's Playern und ich sag mal jetzt Videokünstlern, also Vloggern und sowas, ist immer fließender geworden. Ja, das stimmt, ja. Weil auch immer mehr Formate dazugekommen sind, auch Sachen, die man sich selber ausdenkt, also ich sag mal zum Beispiel sowas wie Let's Travel, also wenn man irgendwo hinfährt, irgendwo hinreist und dann filmt man da so ein bisschen, sowas zum Beispiel. Und es kam halt immer mehr dazu. Natürlich auch mit den technischen Möglichkeiten von YouTube. Wie gesagt, Videolänge angehoben. Mhm. Es gab ja früher auch ein ganz anderes Bewertungssystem zum Beispiel auf YouTube, was ja viele Leute auch nicht mehr wissen. Stimmt, die 5 Sterne, die YouTube noch nicht so lange kennen oder aktiv nutzen. Mhm. Ganz, ganz früher gab es ja noch die 5 Sterne, genau. Genau, das war geil. Ja, das ist so. Und aber das ist jetzt auch so eine interessante Entwicklung einfach so. Ja, genau. Weißt du, weil also meiner Meinung nach kam das damals, also natürlich, weil es halt auch nur eine Handvoll Let's Player gab. Also sprich jetzt, bevor ich sogar noch angefangen habe, sag ich mal. Nein. Doch. Da gab es die Erde noch nicht mehr. Da gab es recht wenige Let's Player, ne? Und irgendwo konnte man mit den Let's Playern so ein bisschen mehr verbinden, also dass man wirklich mit der Person mehr interagiert als mit dem Spiel. Obwohl halt weniger über die Person bekannt geworden ist. Also da war halt noch nicht diese Grenze zwischen Vlogger und Let's Player so vermischt. Sondern damals war es richtig selten, aber richtig selten, dass sich mal jemand gezeigt hat. Ja. Also das war richtig selten, wirklich. Ich war sogar, also ich behaupte einfach, dass ich einer der Ersten sogar war. Ja, weil viele andere haben sich da wirklich noch nicht gezeigt. Das kannst du dir auf die Fahne schreiben. Ja, genau. Ich hab den Trend gesetzt. Korrekt. You are the fucking Trendsetter. Ja. Nee, aber das war damals wirklich das eine sehr, kann ich sehr mir gut vorstellen, ja. Rare Sache. Aber das war trotz dessen vielleicht noch, weil das halt so mysteriös war irgendwo, dass man sich deswegen noch mehr mit den Leuten dahinter beschäftigt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Glaube schon. Das ist schön. Ja. Dann haben wir noch einen Punkt zum Beispiel hier, und zwar die sogenannten Netzwerke. Ist ja auch was mit der Zeit immer mehr dazugekommen ist. Mhm. Also ich meine, es gibt ja zig große, bekannte Netzwerke, TGN und so weiter und so fort, Mediakraft schon erwähnt. Was gibt's denn da alles noch? Da kannst du, wenn man da jetzt mit anfängt, das ist man morgen noch dran. Ja, aber ich wollte nur sagen, da kannst du direkt auch Partnerschaften schon direkt mit hinzuzählen. Genau. Weil auch damals wieder, Anfang 2010 oder Ende 2009, da gab es auch nur eine Handvoll Partner. Also die waren echt rar gesät. YouTube-Partner, genau. Damals gab es Sim Desu, den gibt es glaube ich heute immer noch. Hier YTT gab es da glaube ich schon. Und halt Mr. Tutorial oder wie der Spacken heißt. Genau. Alter, da gab es wirklich super wenige. Und die hat dann auch dieses Privileg mit lange Hochladen und eigene Thumbnails und so. Genau. Und heutzutage kann im Prinzip jeder
YouTube-Partner werden. Es gab ja, glaube ich, eine Zeit lang mal diesen, beziehungsweise gibt es ja eigentlich in dem Sinne, gibt es das ja noch, Unterschied zwischen Monetarisierungspartner und YouTube-Partner. Also wenn man wirklich jetzt einen richtigen Vertrag mit YouTube hat, dann ist man natürlich nochmal was anderes, als wenn man jetzt so YouTube-Partner im Sinne der Monetarisierung ist. Also dass man mit seinen Videos Geld verdienen kann mit Werbung und so. Aber das hat sich natürlich alles immer mehr aufgeweicht. Also und ich sag mal generell, die Netzwerke sind immer größer und relevanter geworden. Und das ging auch mit einer anderen Entwicklung einher, die ich auch sehr interessant finde. Und zwar war es erst so, als Let's Plays noch nicht so den Stellenwert hatten, den sie heute haben, auch in der gesamten Medienlandschaft, dass zum Beispiel Spieleentwickler und Publisher eine ganze Zeit lang eher so anti waren. Ja, das also stimmt. Anti-Let's Plays, stimmt, ne? Ja. Weil dann wird ja von dem Spiel viel gezeigt und die Leute kaufen sich das dann nicht mehr, wenn sie schon so gesehen haben oder was auch immer die Gründe waren. Das weiß man ja alles nicht, kann man nur mutmaßen. Und das hat sich im Prinzip mit der Zeit so fast komplett umgekehrt mittlerweile. Ja, das stimmt, da hast du recht, ja. Weil zum Beispiel halt Let's Plays gerade von großen Let's Playern auch als kostenlose Werbung für Spiele gesehen werden. Ja, vor allem gerade für den Indie-Markt ist das nicht unwesentlich, finde ich. Also weil die dadurch ja richtig profitieren können. Ja, das genau das. Und ja, es ist ja mittlerweile auch so, dass manche Let's Player auch schon, was weiß ich, Beta-Keys und sowas kriegen. Ja, oder genau. So, sagen wir mal, als Spieletester agieren. Die kriegen dann zum Beispiel, ich glaube, das war zum Beispiel beim Gronkh, als letztes Jahr das neue Thief rauskam, hat er so eine Vorabversion bekommen, wo man die komplette erste Mission quasi spielen konnte. Und das hat er halt aufgenommen. Das Spiel war noch nicht draußen. Und das ist natürlich für jemanden mit so einer großen Reichweite und für einen Spieleentwickler ist das natürlich Gold wert. Ja, klar. Wenn man da schon so ein bisschen was vom Spiel zeigen kann, vorab und sowas alles. Und ja, also es gibt da mittlerweile sehr enge Kooperationen. Und die werden natürlich auch durch die sogenannten Netzwerke begünstigt. Ne? Das ist ja klar. Und generell, Let's Plays haben immer mehr und immer größer, und es ist ja auch ein Trend, der immer noch weiter ansteigt, könnte man sagen, die haben immer mehr gesellschaftliche Relevanz bekommen. Ja. Also immer mehr Ansehen, sag ich mal. Aber das vielleicht jetzt nicht, geht sowieso generell, ne? Das Zocken an sich wollte ich noch dazu fügen. Genau, ja, stimmt. Stimmt auch, ja. Würde ich auch so sehen. Auf jeden Fall, ich meine, es gibt mittlerweile teilweise Werbung, wo das drin vorkommt. Es gab zum Beispiel auch mal eine Werbung, gut, das ging jetzt nicht direkt um Let's Plays, sondern eher um Livestreams. Ja. Aber von dem Let's Play Together Livestream war das, glaube ich, so eine Werbung gab es mal bei myvideo.de, weil Gronkh und Sarazar hatten ja mal so einen Livestream. Ich glaube, haben sie noch? Ich weiß es gar nicht. Da gab es ja zum Beispiel Fernsehwerbung dazu und mittlerweile der Dena, den ich eben schon mal kurz angesprochen hatte, ist ja auch ein YouTuber, ein ziemlich großer Deutscher, der war bei der Stalker Crash Challenge von TV Total dabei oder Gronkh und Sarazar selbst waren bei TV Total schon zu Gast. Bei der VOG-WM demnächst treten einige an, also Sarazar unter anderem. Also das ist hat immer mehr Einzug in die Öffentlichkeit gehalten. Und klar, auch weil das Spielen selber so ein bisschen öffentlicher wurde. Nicht unbedingt immer nur positiv, finde ich. Also ganz, ich sag jetzt mal Stichwort Killerspiele, wo halt ein bisschen unreflektiert drüber gesprochen wurde, fand ich zum Teil. Wo halt sehr viel, sehr einfach argumentiert wurde von wegen, oh, der hat das Spiel gespielt. Ja, ist klar, dass der zum Amokläufer wurde. Genau, so nach dem Motto. Vor allem auch von Leuten, die davon so gar keine Ahnung haben. Richtig, das regt mich am meisten auf. Dann wird ja auch immer gesagt, ja, ich muss ja aber auch selber kein Buch geschrieben haben, um ein Buch beurteilen zu können. Nee, aber es hilft. Zum Beispiel. Ja, ja, klar. Und bei Spielen, gerade bei Spielen, wo es sowas Interaktives ist, wenn man da sich nur daneben setzt und dann einfach sagt, ha, so und so und das ist ja ganz böse und ha und ich weiß genau, wie sich der Spieler fühlt. Ja, das ist vor allem, ich sag mal, schon ist sowieso was anderes, ob man jetzt ein Buch liest. Ich finde sogar sowieso ein Buch lesen oder einen Film gucken ist schon was anderes. Ja, klar. Und die beiden Sachen kannst du nicht mal mit Zocken vergleichen, weil es halt ganz andere Erfahrungen sind. Weil ich sag mal, dann ich so, sowieso, ja? Also gerade so bei diesen sogenannten Killerspielen, also jetzt sind wir wieder beim ganz anderen Thema, aber ist ja egal. Gerade so bei diesen Spielen, Da achtest du ja gar nicht so sehr also auf die Hintergründe, auf das Geschehen, was da so passiert, weil du dich ja wirklich so sehr darauf konzentrieren musst, einfach nur zu spielen. Also weil du das ist ja wirklich, du musst alles im Blick haben und so, musst eine super Reaktion haben, damit du das Spiel überhaupt bestehen kannst. Und da kannst du halt gar nicht so dieses Kriegsszenario oder was dann auch immer herrscht, dieses Terroristenszenario, das hast du ja gar nicht so im Hinterkopf. Also zumindest ist es bei mir so. Naja. Ja, genau, da sagst du nochmal was Gutes. Also was ihr auf jeden Fall gerne machen könnt, liebe Zuschauer da draußen, ich muss natürlich immer so ein bisschen hier liebe Zuschauer extra sagen. Ja,
Ja, wir haben ja schon ein paar andere Sachen auch angerissen, die so ein bisschen in diesen Rahmen passen und die aber auch ganz neue große Themenfelder sind. Falls ihr zu irgendwas mehr hören möchtet oder Vorschläge habt für weitere Themen für diese Podcast-Reihe, dann nur her damit. Ich freue mich da immer drüber. Also ich sag mal zum Beispiel, Killerspiele wären schon ein ganz eigenes Thema, da könnte man auch lange drüber reden. Ja, also da zum Beispiel gibt es auch das Thema, ob Videospiele Kunst sind, was natürlich eine total blödsinnige Frage sind, weil natürlich sind es Kunstprodukte, weil Kunst ist etwas, was der Mensch zum Beispiel herstellt, ist ein Kulturgut und Spiele sind auch ein Kulturgut. Auch wenn manche Leute, vor allem, ich bin jetzt mal ganz böse, von älteren Generationen das vielleicht nicht so ganz wahrhaben wollen, weil sie nicht den Bezug dazu haben und deswegen sagen, nee, das ist aber böse, das kenne ich nicht, das ist, nee, ist nix. Ne? Das ist halt, das ist aber natürlich Schwachsinn, die Argumentation. Mhm. Nur weil sie es nicht kennen oder weil es ihnen fremd ist, ist es ja nicht sofort böse und schlecht und so weiter. Ne? Ja, gut. Also, ja, das bringt mich mal ein bisschen auf die Palme, muss ich sagen. Aber ist ja. So, jetzt muss ich mal eben kurz auf meine Liste gucken. Wir haben eigentlich schon ziemlich viel gemacht und Herr Dennis denkt sich gerade, ja, endlich ist es gleich vorbei. Aber nee, ich habe noch eine zweite Seite. Ja, erzähl mal. Nein, ich dachte, du jetzt schon eine zweite Seite. Ach so. Das sollte lustig sein. Nee, ich möchte jetzt eigentlich nur noch mal kurz die Leute auf eine Zeit hinweisen. Also ich möchte jetzt noch mal kurz zurückspulen. Das Jahr 2009, halt auch mit einem Grund, weshalb ich angefangen habe, weil du warst da so schön im Redefluss, deswegen habe ich dich da nicht unterbrochen. Dankeschön. Halt auch genauso wegen diesen Challenges. Also ich habe jetzt mit dem ganzen Kram eigentlich, mit den Challenges vor allem auch jetzt weniger angefangen, weil ich jetzt unbedingt es mir selbst beweisen wollte, dass ich das schaffe oder es irgendjemand anders beweisen wollte. Sondern in der damaligen Zeit, wenn ich irgendwas gesucht habe im Internet, ne, es gab, ich weiß nicht, kennst du die Seite gamefacts.com? Jo. Da kriegst du auch alle möglichen Cheats und sowas und Komplettlösungen und sowas. Und ich fand es halt immer recht unangenehm, wenn ich halt irgendwas Bestimmtes gesucht habe von einem bestimmten Level, mir immer die Stelle aus diesem 40 Seiten langen Textdokument rauszusuchen. Weil da gibt es ja immer so diese Dings im TXT-Format, wo ja genau, alles drinsteht von dem Spiel. Was ich sehr geil finde, eine sehr geile Zusammenfassung, mit denen ich eigentlich heute auch noch gerne arbeite, mal zwischendurch. Aber damals war mir das einfach irgendwie zu viel Arbeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum gibt es denn sowas nicht im Videoformat? Und so das Let's Playen an sich, das war halt noch so eine schöne Kombination aus 100% und noch ein bisschen dazu labern. Und das labern war ganz gut, weil ich dann nicht so viel, ne? Aber ich fand es auch immer schwierig, das Geschriebene immer ins Spiel umzusetzen, wenn ich dann so eine Komplettlösung hatte. Oder irgendwo jetzt hier diese Tipps, wie man dann zum Beispiel bei Crash Bandicoot an den Edelstein rankommt, weißt du? Ich fand es immer schwierig, das Geschriebene wirklich dann umzusetzen. Wusste jetzt nicht, ja, welche Kiste meint der denn jetzt auch hier, ne? War jetzt ja, die oder genau. Da hinten das? Oder muss ich ja nochmal, komme ich nochmal zurück? Bla, 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 bla. Und das war halt auch so mit so einem Grund. Weil damals war es halt noch nicht so, was man als Video gesehen hat. Naja, darauf eben, wollte ich klar, die jungen Herren hier mal hinweisen. Ja, es ist so. Es war damals eine harte Zeit. Und das ist halt zum Beispiel auch so ein Grund, weil ich, das finde ich halt total interessant, was du halt so, ich sag mal jetzt von früher berichten kannst, vor dem Kartoffelkrieg. Ja, ne? Genau. Also, da war ja noch keine Farbe erfunden. Richtig, wo es dann auch nicht mal keine Farbe gab und alles. Das war eine schwierige Zeit. Es war schwierig, ja. Aber er ist durchgekommen. Aber damals wirkte ich nicht blass. Man muss mal so sehen. Nee. Hast du auch besser rasiert damals. Ja, ja schon. Aber das klären wir demnächst, ne? Genau. Weißt du ja, in Duisburg. Das kriegen wir nochmal. Ja, kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Letztens, als ich mit dem Mr. Wim 1974 aufgenommen habe, der bei mir zu Gast war bei Zelda und ich war halt letztens bei ihm zu Gast, haben wir auch so ein bisschen über das Thema gesprochen und er meinte dann zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber vielleicht weißt du da irgendwie was mehr oder was. Es gibt da schon auch noch Unterschiede zwischen der deutschen und der amerikanischen Szene, weil ich sag mal, dieses ganze Let's Play-Phänomen kommt ja ursprünglich wie viele Sachen aus Amerika. Und zwar, er hat, glaube ich, gesagt, dass in Amerika das zum Beispiel mit der Qualität noch ganz anders gesehen wird als in Deutschland. Also er hat es natürlich ein bisschen überspitzt, hat gesagt, hier schreit jeder Achtjährige, ey, du hast es aber nicht in 8K, das Video. Mhm. Und in Amerika ist das eher unwichtig, in welcher Videoqualität das kommt, sondern es geht einfach darum, dass das Video da ist. Ja, also, genau. Ne, das, da kann ich natürlich jetzt nicht viel zu sagen. Also ich meine, ich habe auch amerikanische Let's Player, die ich gucke. Aber müsste ich mit denen vielleicht mal drüber sprechen, mal gucken. Ja, ich kann dazu leider nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es hierzulande, muss ich wirklich sagen, es kam erst durch Gronkh dazu. Also seitdem der halt diese Überqualität halt hochgeladen hat, hat er eben gewisse Standards schon gesetzt, sag ich mal.
Mhm. Weil guck dir mal die ersten Videos an. Also ich persönlich finde, das sind einfach immer auch die geilsten Videos von ganz alten Leuten. Die ersten Videos, die mich auch damals dazu geführt haben, dass ich den Scheiß mache. Das sind einfach die geilsten, auch wenn die halt total einen riesen Rahmen haben, links und rechts. Und ja, letztendlich nur, keine Ahnung, 240p sind oder so. Ich meine, okay, das waren Emulatoren-Spiele, ne? Und da war nicht ganz so schlimm. Aber ja, klar. Wenn ich mir mal angucke, da brauche ich keine HD, echt nicht. Also das kommt halt wirklich. Da kann ich mir lieber ein Gameplay angucken, was total geil aussieht. Da fällt mir noch ein interessanter Punkt ein. Den habe ich nicht auf meiner Liste. Aber der fällt mir gerade so ein. Weil einige von euch, die ihr mich vielleicht auch schon länger guckt, die kennen ja sicherlich auch zumindest namentlich den Super Flash Crash. Der liebe Rick, auch ein Zuschauer von Dennis. Und der ist ja zum Beispiel so eine sogenannte Quali-Hure. Mhm. Und der hat ja auch einige von seinen alten Let's Plays ausgelagert, in dem Sinne auf einen anderen Kanal, weil er mit denen halt selber nicht mehr zufrieden war von der Qualität her. Und teilweise hat er es auch bei neueren Projekten noch, dass er sich dann denkt, er hat zwar was aufgenommen, aber anscheinend, so habe ich das zumindest mitgekriegt, bei Resident Evil 4 wollte er demnächst wohl nochmal neu aufnehmen. Mhm. Da hat er zwar schon was hochgeladen von, aber es hat ihm qualitativ halt nie so gefallen. Okay. So, jedenfalls, das ist halt auch so eine Sache. Ich persönlich bin der Meinung, und du hast ja deine alten Sachen auch noch da, deswegen denke ich mal, dass du mir da auch zustimmst. Ach, wir sind so ähnlich. Schön. Ja, wir könnten Brüder sein. Auf jeden Fall, ich hätte gerne einen großen Bruder, doch. Ja, doch, ich habe schon zwei größere. Es tut mir leid. Ja, das ist ja nicht mein, ja. Ist doch nicht mein Problem. Nein, dann habe ich die ja auch. Also wenn dann drei oder schön. Ein, also so ja, drei oder kein, meine ich. Nimm zwei Vitamine und Naschen. Ja, so jedenfalls, ja. Ich habe mein erstes Projekt, das habe ich ja, wie gesagt, Ende 2011 gemacht. Das war auch noch ein relativ unbekanntes Spiel. Dafür bin ich aber der einzige deutsche Let's Player, der es, glaube ich, bis heute Let's Played hat. Was war das? Shade, Zorn der Engel. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Es wundert mich nicht. Es ist im Prinzip so eine Art Indiana Jones bzw. Tomb Raider für Arme. PC aber, aber nicht wirklich schlecht. Also ich glaube, aus dem Jahr 2004 von Senega, heißt, glaube ich, der Entwickler. Kenne ich auch nicht. Ist jetzt, glaube ich, nicht so groß rausgekommen, ist aber nicht, also es wurde damals, glaube ich, ganz gut bewertet. Und das habe ich halt als erstes Let's Played. Und da hatte ich natürlich auch noch, ich meine, ich hatte damals, ich glaube, ein 5-Euro-Headset, wenn überhaupt. Und die Quali ist natürlich jetzt nicht so geil. Und ich hatte das natürlich auch, ich habe ein, zwei, drei Videos gebraucht, um das erstmal zu raffen mit 720p, also HD-Ready-Auflösung und sowas. Also die ganzen technischen Sachen halt am Anfang. Ne? Aber das ist halt normal. Und da könnte ich natürlich jetzt auch irgendwo sagen, ach nee, wenn die Leute auf meinen Kanal stoßen und das sehen, weil viele gucken ja nicht unbedingt aufs Datum dann, von wann das ist, die haben dann einen schlechten Eindruck von mir und gucken sich das dann nicht an, aber dann denke ich mir, dann sollen sie halt einen schlechten Eindruck haben, das sind meine Anfänge gewesen und zu denen stehe ich auch, weil man fängt nicht als Profi an oder man es fällt kein Meister vom Himmel. Ja, wieder ein Sprichwort. Es tut mir leid, Dennis, es tut mir leid. Es ist okay. Ja. Ich werde es überleben. Ja, weil der Dennis ist ja nicht so ein Fan von Sprichwörtern. Das ist ja. Kommt drauf an, wer es sagt und du darfst das. Ja, ja. Ach, oh. Da habe ich dir wieder mal was Gutes getan, ne? Ja, ja. Wir müssten echt eigentlich mal was zusammen auf YouTube machen. Hör mal. Machen wir doch gerade. Ja, so noch mehr. Noch mehr. So Live-Adoption oder so. Live-Adoption? Ja, irgendwie sowas. Sofort, ja, genau. Irgendwie was sowas. Machen wir dann mit dem Kind? Ja, siehste. Ja, wir müssen das ja so erziehen, dass der von uns beiden, der die Gedanken zu Ende denkt. Nein, wir müssen das so erziehen, dass uns das über die Schulter guckt. Damit schließt sich wieder der Kreis zu dem Thema übrigens. Und dann hinterher in ein paar Jahren auch anfängt zu Let's Playen. Und das sagt, ja, ich habe damals mir mit meinen Eltern da, den habe ich über die Schulter gesehen. Und da habe ich schon gedacht, boah, die zocken so schön. Und das wollte ich auch machen. Das muss aber richtig viel Geld verdienen. Damit wir dann ausgesorgt haben. Ja klar, wenn schon, denn schon. Wir haben schon irgendwie der Über-Let's Player aus Duisburg und so. Kann richtig vermarkten, können wir das. Kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Dann noch ein Aspekt. Ich sag mal, ist ein auch sehr zweigeteiltes Thema. Ich sag mal, in der YouTube-Community und generell auch in der Spiele-Community, das Thema Minecraft. Warum erwähne ich jetzt dieses Spiel im Speziellen? Es gibt ja zig Millionen andere Spiele, die es gibt und die auch Let's Played werden, aber Minecraft sticht schon irgendwo heraus, weil, also vielleicht täuscht der Eindruck, aber ich sag mal, oder ich gucke einfach nur die falschen Leute manchmal, irgendwie guck bei denen so ein bisschen rein, weil ich mich informieren will. 9 von 10 deutschen großen, also damit meine ich wirklich große YouTuber,
spielen irgendwas mit Minecraft. Hast du das schon mal selbst gespielt? Ich habe das schon mal selbst gespielt. Ich habe das auch, das Spiel. Ich habe auch nicht grundsätzlich was dagegen, aber ich finde es halt zum Beispiel sehr einfallslos, was schade ist, weil es ein kreatives Spiel ist und an sich nicht wirklich schlecht, aber wenn das wirklich jeder Hinz und Kunst spielt und auch gerade wenn man heutzutage mit Let's Plays anfängt, dann sofort, ah, ich habe auch ein Minecraft-Let's Play, ist ja so ein Running Gag irgendwie, dann denke ich mir halt auch, Also ich persönlich kann damit einfach nicht viel anfangen, ich weiß nicht, also mit dem Spiel selbst schon nicht. Ja. Also damals beim Christoph habe ich das hin und wieder mal gerne geguckt, der hat dann ja auch immer Montag so einfach nur gelabert so ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie so ein Wochenrückblick war oder sonst irgendwas. Oder Minecraft-Tagebuch irgendwie, keine Ahnung. Das fand ich ganz interessant, Sachen. Das habe ich immer gerne. Minecraft-Tagebuch hat er gehabt, gern zum Sport gehört und so. Einfach so ein bisschen berieseln lassen, wobei mir das, was auf dem Bildschirm geschah, völlig egal war. Aber... Ja. Also das ist auch nicht schlimm. Das wird mich wahrscheinlich überhaupt nicht reizen. Also. Keine Ahnung, weil da fehlt mir noch irgendwo... Ja, du reizt mich sehr. Aber es ist ja bekannt. Ja. Aber da fehlt mir... Ich will nicht sagen, dass mir da die Herausforderung irgendwo fehlt, aber es ist einfach so ein Spiel, damit kannst du dein Leben verschwenden. Wahrscheinlich. Ja. Also du würdest irgendwie sagen, Minecraft ist irgendwie nicht so geil. Für mich nicht, also... Aber ich würde es mir dann wahrscheinlich auch nicht angucken. Ja. Naja, muss ja auch nicht. Nee, das fiel mir auf jeden Fall noch so ein, was mir bei vielen aufgefallen ist, dass das immer so ein wiederkehrendes Spiel ist, was halt sehr, sehr viele Let's Player spielen. Ja gut, das kann natürlich auch sein, weil da kommen wir auch wieder zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Oh, jetzt aber. Gronkh hat es gespielt und danach wurde es bekannt, weißt du? Und durch Gronkh wurden auch sehr viele, glaube ich, Nicht-Zocker zum Zocken hingezogen, weil der war einfach auf der Startseite, unabhängig davon, ob du jetzt irgendwelche Gaming-Videos geguckt hast oder nicht. Behaupte ich einfach mal. Ja. Weil bei den Views ist es ja kein Wunder. Und dann haben halt wahrscheinlich viele dieses Minecraft gesehen und so. Und der hat es ja auch immer beworben, irgendwo, wo du das kaufen kannst und so. Und ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch halt sehr, sehr viele sich das Spiel auch zu Gemüte geführt haben. Und dann auch in aller Kürze es halt geschafft haben, auch das irgendwie aufzunehmen, was ja auch nicht schwer ist. Richtig, ja. Deswegen, also vielleicht kennen die einfach nicht viel anderes als Minecraft und andere Sachen, die der Gronkh dann spielt. Aber wenn ihr die anderen Sachen nicht kennt, empfehle ich euch, falls euch Minecraft irgendwie gefallen hat, dann guckt doch mal und spielt mal ein bisschen Lego oder ein bisschen Duplo. Lego ist zum geil. Beispiel. Ey, sollen wir wir können Let's Play Lego machen. Oder Playmobil, hör mal. Ach komm, jetzt geh mit der Schwuchtel. Playmobil. Ja gut, Playmobil. Dave. Ja, nein, aber Lego. Ah. Ja, Dennis, ist weißt okay. Du? Ich hab dir gerade so ein Angebot gemacht, dass wir beide Let's Play Lego machen, ne? Das machen wir. Mit dem Camcorder. Hand drauf. Aber du hast mir die ganze Lust, hast du mir jetzt einfach genommen. Nein, Hand drauf. Wohin? Das machen wir. Let's Play Lego. Auf wir bauen Maus. Was. Wir bauen was. Ja, ja, aber wir brauchen noch Lego-Steine. Wo sollen wir die denn hernehmen? Ja, da komme ich dran. Das da ist kommst das Problem. Du? Die bringe ich mir nach Duisburg. Wie viele? Alle. Alle? Rückwalder. Auf der ganzen Welt. Nee, aber das machen wir. Wir bauen dann was Schönes. Dann machen wir Let's Play Lego. Das machen wir. Was sollen wir denn bauen? Da freue ich mich schon drauf. Fällt dir schon was ein? Wir könnten... Ich möchte auf jeden Fall ein Stück Fleisch drin lagern. Ja, das kriegen wir hin. Gut. Oh, so ein Hamburger, aber irgendwie sowas. Oh, so eine Dönertasche. Irgendwie so. Das wäre gut. Ja, irgendwie sowas. So Pizzabrötchen, so Pizzataschen. Das machen wir immer. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Eine Pizzatasche, das hat sich gut angehört. Ja, wir können da ja gerne am 20. nochmal drüber quatschen. Ja, machen wir. Das machen wir. Wir machen Let's Play Lego. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein Fest. Gut. Ja, das wird ein Fest. Da haben wir uns schon mal drauf geeinigt. Das freut mich jedenfalls. Wir kommen so langsam zum Ende. Und ich dachte mir, da wir dieses Video angefangen haben mit den Anfängen der Let's Plays, ja, wir können natürlich nicht mit dem Ende der Let's Plays anfangen, aber es gibt ja eine gewisse Entwicklung seit einiger Zeit, die natürlich noch nicht so ganz einzuschätzen ist, wie das läuft. Es ist so, dass immer mehr YouTuber, die mal Let's Player waren oder es noch sind, abwandern und nicht mehr Let's Plays machen in der eigentlichen Art und Weise auf YouTube, sondern zum Livestreamer werden, hauptsächlich. Also die zu Twitch wechseln komplett oder zu Hitbox und auf YouTube, wenn überhaupt, nur noch ihre Livestreams hochladen, die sie auf Twitch machen. Das ist korrekt. Ne? Das ist so die neueste Entwicklung, würde ich sagen. Frage ist halt, woher kommt das? Also ich sag mal, Twitch und Hitbox und andere Streaming-Plattformen, die es da gibt, die sind natürlich mit der Zeit immer bekannter und größer geworden und das ist natürlich noch was anderes, weil du hast halt diese Live-Interaktion mit den Leuten. Genau, das ist natürlich auch mit ein Grund, ja. Ja, und das hat schon was Eigenes. Also ich mag es zum Beispiel sehr zu streamen und dir geht's ja ähnlich. Ja.
das ist halt schon irgendwo ein Unterschied, sag ich mal. Ja, vor allem, du musst ja auch bedenken, du sparst dir die ganze Nachbearbeitung der Videos. Richtig. Und es funktioniert einfach. Also ich sag mal, wenn du du kannst einfach streamen, ne, und es funktioniert. Und das Video wird das noch aufgenommen und das kannst du einfach so hochballern hinterher. Das ist halt super leicht auch. Ja. Das Problem ist nur, also was mir jetzt mal so aufgefallen ist bei vielen Leuten, ich sag mal jetzt, ich spreche jetzt nicht von großen Leuten, ne, also von vielen mittelgroßen Leuten, sag ich mal, die jetzt regelmäßig streamen. 1,65. Ist, ja genau, das ist schon recht klein. Also, ist eigentlich schon klein. Für einen Mann. Für einen Mann, ja. Für einen Mann. Ich bin ja so ein Sexist und denke natürlich immer eher an einen Mann. Aber das ist, glaube ich, auch legitim. Nee, auf jeden Fall. Worauf wollte ich denn jetzt überhaupt hinaus? Genau, Leute, die jetzt halt nicht allzu viel Zuschauer haben, sag ich mal. Wo ich mich auch schon mit dazu zählen würde. No. Würde ich jeden Tag streamen. Ich würde von Stream zu Stream immer weniger Zuschauer haben, weil es halt auch immer auf die Zeiten ankommt, wann man streamt. Wenn ich jetzt irgendwie um Mittwochabend um 21.30 Uhr auf die Idee komme, ach komm, ich streame jetzt nochmal 5 Stunden, ist natürlich keine Sau mehr da. Ne? Vielleicht am Anfang ein bisschen, aber dann sind sie auch schnell alle weg. Und wenn ich dann wieder 3 Tage später streame, weißt du, dann sind die, die den ersten Stream gesehen haben und den Anfang von dem Spiel zum Beispiel nicht mitbekommen haben, die sind dann beim nächsten Mal gar nicht dabei und haben den Anschluss gar nicht. Weißt du, das entwickelt sich dann immer so dahin, dass man da immer mehr Streams von mir verpassen würde, je nach Lebenssituation. Ja. Und dadurch werden es halt von Stream zu Stream wirklich immer weniger Zuschauer. Das habe ich jetzt wirklich schon bei ein paar Leuten miterlebt. Und dadurch verliert man aber auch wiederum die Motivation zu streamen. Ja, klar. Und ich meine, das ist auch, also ich sehe das so, ich glaube, Alex sieht das so und ich schätze mal, du siehst das auch so. Also für mich persönlich sind halt Let's Plays halt schon, Livestreams was Besonderes. Ja, stimmt. Und das Besondere geht halt flöten, wenn man das tagtäglich macht. Das stimmt auch, ja. Das ist halt zwangsläufig so. Klar, in dem Sinne sind natürlich Let's Plays für uns nichts Besonderes mehr. Auch natürlich, weil wir, es klingt jetzt so hart irgendwie, aber weil wir, also ich sag mal, ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. Ich bin jetzt im 4. Jahr als Let's Player und du, so weit kann ich gar nicht rechnen. Man kommt halt irgendwann in so eine Routine rein. Das ist zwangsläufig so. Jetzt, die habe ich erst vor ein paar Monaten gefunden. Ja, gut. Nein, manche kommen früher rein, manche später, ja. Ich nehme ja nur selten auf, also recht selten im Gegensatz zu anderen. Ich auch, ja. Also, wenn es hochkommt, zweimal die Woche. Und deswegen krackste ich eigentlich auch immer mit so ein paar Videos immer nur so im Puffer rum. Aber ich freue mich dann immer sehr auf die Aufnahmen selbst. Weil ich mir auch wirklich die Zeit dafür nehme und es dann einfach Bock macht, finde ich. Richtig. Weil das ist auch so ein Unterschied, so. Weißt du, ob... Ich finde, das merkst du auch voll den Leuten an, also ob du jetzt zum Beispiel einen Player schaust, der jetzt wirklich Part für Part aufnimmt oder einen, der in Blockaufnahmen aufnimmt. Natürlich sind die Schnitte ja nicht so schön, dass du jetzt nicht nach jedem Video sagst, ja, hier, tschüss, ne? Aber andererseits hast du nicht die ganze Zeit die Uhr im Auge und kannst dich wirklich voll auf das Spiel konzentrieren und so. Ja, das ist du hast ja so ein bisschen rumexperimentiert auch. Du hast ja ganz am Anfang, also Strider war ja dein erstes Let's Play, hast du das ja, glaube ich, alles hochgeladen, was du sofort hattest. Ja, genau, richtig. Also du hast ja es nicht auf Tage aufgeteilt, sondern du hast alles sofort freigegeben. Ja. Und mittlerweile machst du es ja anders. Ja, genau, aber das hat auch einen Grund. Also ich meine, damals hatte ich eh noch keine Zuschauer, weißt du, es war den null Leuten egal, ob ich jetzt 12 Videos einem Tag hochlade oder gar nichts, weißt du. Aber ich sag mal, gerade für den Anfang ist das nicht sinnlos gewesen, weil zum einen wusste ich gar nicht, ob das so funktioniert. Ne? Ich hatte keine Peilung von der Technik und so. Das klingt so echt so, als würde ich jetzt im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sein. Aber wenn man das so Let's Play-Technik, was ich in den letzten Jahren getan hat, vergleicht, dann ist es auch wirklich so. Weil du hast nichts über Technik erfahren, du hattest keine Programme. Weißt du, du wusstest niemals, ob irgendwas funktioniert, du wusstest nicht, wie du die Stimme mit dem Ton synchronisierst und alles. Und das war ein echter Aufwand. Weißt du, und die Kackqualität, die man da jetzt bei meinem ersten Video sieht, ne? Ich glaube gar nicht, was für eine Arbeit das war. Ja, klar. Das war richtig heftig. Und weißt du, ob das überhaupt so ankommt? Deswegen habe ich ja einfach mal alles direkt hochgeballert. Und letztendlich kam das eigentlich nur dadurch, dass ich nicht mehr alles hochgeballert habe, weil ich irgendwann dann mal ein paar Tage nicht mehr aufnehmen konnte. Ja. Weil ich habe halt, das ist immer so zu den Weihnachtsferien hin aufgenommen, wo ich damals Urlaub hatte. Damals war ich noch in der Ausbildung. Da hatte ich halt fast täglich Zeit, was zu machen. Hatte auch keine Freunde damals, ne? Keine eigene Bude. Eben. Ja, das ist schon was anderes, ist das immer. Nee, genau, das ist ja auch so eine Sache, die wir gar nicht angesprochen haben. Also die, ich sag mal, man könnte jetzt sagen, die dunkle Seite der Let's Plays, aber nicht im Sinne von negativ oder so, sondern einfach das, was man als Zuschauer, der jetzt nicht in dieser ganzen Videoproduzenten-Materie drin ist,
also die Post-Production könnte man jetzt auf schlau sagen. Ja, genau. Also sowas wie Videos rendern, weil, sagen wir mal, die Videos, die wir aufnehmen, also wenn wir ein Spiel aufnehmen als Let's Player, wir laden die Videos dann nicht direkt hoch, sondern wir haben ja erstmal so Rohdateien. Genau. Und die sind meistens relativ groß. Und die müssen wir, das sind meistens viele verschiedene kleine Dateien, die müssen wir zu einer Videodatei dann zusammen rendern, nennt sich das. Und die Datei, diese eine Videodatei mit dem gesamten, ja, mit der gesamten Folge, könnte man sagen, die wird dann hochgeladen. Um das jetzt mal ganz kurz zu fassen. Das kann man auch zig andere Sachen machen, aber so ja, ist es ja im Prinzip. Also bei mir ist es so, du sprichst gerade von Fraps, ne? Genau. Bei mir ist es ja so, ich muss ja erstmal synchronisieren, weißt du? Also erstmal meine Stimme mit dem Game-Sound synchronisieren. Und dann gibt mir natürlich noch diese schönen Frame-Drops, dass sich das im Laufe der Aufnahme doch wieder verschiebt. Weißt du, der Ton. Das kann recht nervig sein. Und oftmals bin ich auch einfach zu faul für, dass ich dann meistens zum Ende der Aufnahme hin dann eine halbe Sekunde Verzögerung habe. Naja. Aber das ist mir dann egal. Es ist die Latte. Hat sich auch noch keiner darüber beschwert. Ja, eben. Ist ja okay. Ja, aber dann kommt ja noch dazu, weißt du, erstmal das Schneiden, dann das Hochladen, dann Beschreibung schreiben und Tags und Playlists erstellen und sowas, das klingt nach wenig Arbeit. Ja. Ist es auch, aber man muss halt trotzdem dran denken, weißt du? Und ich denke, ich persönlich denke meistens genau in den Momenten dran, wo ich da gerade überhaupt keine Zeit oder Bock für habe. Das ist echt so. Und dann hinterher kommt dann noch sowas wie die Kommentare lesen, beantworten und Facebook-Seite managen. Ja, genau. Das sind halt alles so Sachen, da denken viele Leute gerade nicht dran. Ja, eben. Ich sag mal, es kommt natürlich auch mal ganz drauf an, was für eine Lebenssituation man steckt. Weißt du, wenn du wirklich noch Schüler bist, weißt du, dann hast du für sowas echt genug Zeit. Ich sag mal, wenn man jetzt wirklich nur Zuschauer ist und nicht selber sowas macht, dann kann man es denen natürlich auch nicht verübeln, weil die haben halt damit nichts zu tun. Ne? Ja. Die haben halt nicht so dieses, ich muss das Video produzieren, wie funktioniert das und bla und sowieso und hier Renderprogramm XY. Und so was. Und aber das ist natürlich so eine Seite von Let's Plays, weil ich damit sagen wollte, die unbekannte Seite für den Zuschauer, die er halt nicht mitbekommt. Ja. Es sei denn, man erzählt halt mal ein bisschen was darüber, so wie wir jetzt. Die Frage, die ich, ich meine, der Markt ist extrem übersättigt. Fangen wir mal so an. Der Let's Play-Markt ist seit heute. Also spätestens heute, wollte ich sagen. Spätestens jetzt sehr übersättigt, mit den Jahren immer mehr geworden. Mhm. Und ich meine, als ich Ende 2011 angefangen habe, da war er noch nicht so krass übersättigt wie jetzt seit 2012, 13, 14, 15 jetzt und halt in kommenden Jahren, aber war halt auch schon relativ groß. Ja, wollte ich gerade sagen, also bei dir ging ja schon richtig so los, dass dann, ich sag mal, so die Alten irgendwo, also schon viele abgesprungen sind und sich ein bisschen zurückgezogen haben, sag ich mal. Gerade 2011 war so das Jahr. 2012 ging es dann richtig durch, also. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen froh, dass ich noch Ende 2011 angefangen habe und das nicht erst irgendwie 2 Jahre später gefunden habe oder so. Weil ich meine, natürlich Respekt für jeden, der das heute anfängt, aber es ist natürlich umso schwieriger, überhaupt irgendwie Zuschauer zu kriegen, weil die Fülle an Möglichkeiten, die man schauen kann, an Let's Plays und auch an Let's Playern einfach so groß ist, dass man sich da echt gut verirren kann. Ich finde das sehr respektabel, sowieso auch bei dir, dass du es echt schon so weit geschafft hast. Also. Dankeschön, ja. Ich habe auch nicht vor, aufzuhören. Also, ich finde, das hat auch sehr viel zu tun damit, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich halt so ein bisschen auf der Strecke bin, dafür, dass ich den Kram schon so lange mache, was mich aber nicht stört. Du machst halt sehr viel mit anderen, weißt du? Das kommt halt auch noch dazu. Und das ist halt natürlich schon irgendwo auch unbewusst Werbung und sowas. Ja, klar. Ich hab mich ja nicht im Geringsten darum gekümmert, irgendjemandem was zu tun. Also ich sag mal, alle, mit denen ich was zu tun habe, die sind zu mir gekommen und viele habe ich auch schon vergrault, sag ich mal, weil ich so passiv bin. Nun, man muss auch Prioritäten setzen. Das heißt aber auch nicht, dass ich die Leute nicht mag oder so. Sondern es ist einfach, weil ich oftmals keine Zeit habe, wirklich. Es ist einfach. Ja, ich kenne das. Ich habe das selber auch schon. Ja. Das Nein zu sagen, das ist nicht immer leicht, aber ich finde, das muss man auch selber können. Ja, das Problem oder ist da einfach, aber einfach, dass ich zu direkt bin. Also ich sage einfach, ja, nee, das sorry, bin ich aber. Genau. Ja. Ich kann nicht. Punkt. Yes, bei mir auch. Ich bin manchmal auch, glaube ich, ein bisschen zu direkt, aber ja. Aber gut, okay. Nee, aber klar, also ich sag mal, ich habe nicht vor aufzuhören und ich mache das seit über 3 Jahren, also ich bin, wie gesagt, jetzt im 4. Jahr sehr, sehr gerne. Ich habe auch noch einige Spiele so im Hinterkopf, die ich gerne mal zeigen möchte, aber natürlich, ich meine, ich würde lügen, wenn ich was anderes erzählen würde, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich noch ein paar mehr Zuschauer hätte und ein paar mehr Leute, denen ich das zeigen könnte, klar. Das ist normal. Ne? Ich freue mich halt auch immer, also mittlerweile habe ich ja glücklicherweise schon so eine gewisse Sensibilität entwickelt für Spiele, die ich mache, wie gut die ankommen. Weißt du? Und ja, klar. Und ich sag mal, so ein Spyware zum Beispiel, da wusste ich einfach, klar, gucken sich das mehrere Leute an, als jetzt so ein Medal of Honor. G-Police. Oder ein G-Police zum Beispiel.
ja, genau. Nee, aber das ist halt so, ich finde es halt persönlich auch zum Beispiel schwierig, Werbung selber zu machen für sich, weil das ist sehr schnell die Gefahr da, dass andere damit genervt sind. Also wenn du zum Beispiel, was ich überhaupt nicht so der Typ für wäre, bei irgendeinem großen YouTuber in die Kommentare gehst und schreibst, ey Leute, du schaut auch mal bei mir vorbei, ich mach auch Let's Plays, so nach dem Motto. Ja. Nee, bin ich nicht der Typ für. Und ansonsten wüsste ich halt nicht, wie soll ich für mich Werbung machen, außer mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, was den Leuten nützt, was mir nützt und was halt auch im Endeffekt sogar Spaß machen kann. Ja, ja, klar. Soll man ja kaum glauben. Deswegen, also würde ich lügen, wenn ich da sagen würde, klar, man hat irgendwo schon Hintergedanken. Mhm. Also das ist halt so. Aber ich meine, in erster Linie macht man es natürlich, weil es Spaß macht, ja, weil ja, man die Leute mag. So, das ist halt das. Aber genau, was ich dich quasi, oder, nee, sagen wir mal so, genau, wenn man heute mit Let's Plays anfängt, kann man natürlich machen, aber es ist in einer gewissen Art und Weise heikel, je nachdem, was man natürlich möchte. Also wenn man jetzt die Erwartung hat, hier, ich kriege jetzt sofort 10, 20, 30, 40, 50 Zuschauer mit neuen Projekten, heutzutage, ja, kann man schon knicken. Also ich weiß sowieso nicht, wie es teilweise die Leute geschafft haben, obwohl die halt noch nicht sehr lange dabei sind, schon so sehr zu wachsen. Also ja, was auch damit zu tun hat, ist natürlich, dass der YouTube-Algorithmus, also die Weise, wie YouTube berechnet, in, also wenn man zum Beispiel jetzt auf der YouTube-Startseite ist und gibt irgendein Spiel ein, oder Let's Play, sagen wir mal Donkey Kong Country oder sowas, in welcher Reihenfolge verschiedene Let's Player und Videos dort dann vorgeschlagen werden in der Liste. Da gibt es ja so einen YouTube-Algorithmus, der mit einbezieht, wie oft wird ein Video angeklickt, wie gut ist das Like-Verhältnis, wie viele Abonnenten hat derjenige. Und ja, also das hat sich auch mit der Zeit immer so ein bisschen geändert. Aber es ist schon krass, wie manche Leute halt jetzt, die erst, weiß ich nicht, 2014 anfangen, dann jetzt klar, schon 30.000 Abonnenten haben oder so. Ja. Ja. Aber ich sag mal, worauf ich halt hinaus wollte, ich sag mal, das Gros, also der Großteil von den Leuten, die halt da anfangen, da ist es halt sehr schwierig. Ja. Also das ist halt so. Da können die Leute ja nichts für, aber der Markt ist halt übersättigt. Ja, also, das ist einfach so, ja. Das Problem ist nur, dass die Leute das dann selbst persönlich nehmen, also dass es irgendwie an ihnen liegt oder so. Aber das kenne ich auch ein bisschen, so. Ja. Ach das so. Kenne ich auch ein bisschen. Ja, ich habe manchmal auch so gedacht, wo ich so Projekte schon mal dabei hatte oder auch ab und zu, ich sag mal, so Zuschauerstagnation. Mhm. Also weil ich bin halt, es klingt doof, aber irgendwo habe ich mir halt schon dran gewöhnt, okay, weil es halt so war. Es wurden halt mehr Zuschauer und kamen mehr Leute dazu von Zeit zu Zeit. Und so, ich sag mal, in letzter Zeit hatte ich schon so eine Zeit gehabt, wo ich so dachte, irgendwie ja, ist da schon sehr viel Stagnation eingeherrscht. Und da ist natürlich Blödsinn, das weiß ich auch selber, aber ich denke im ersten Sinne dann halt immer so, irgendwie entweder spielst du scheiße Spiele, du spielst scheiße, du bist voll der Noob, du kannst nichts, du bist einfach Kacke. Ja. Und dann muss ich mir aber irgendwann, wenn ich dann so ein bisschen von den Gedanken weg bin, oder wenn mir auch andere Leute das sagen, haben wir mit Alex zum Beispiel schon mal drüber gesprochen, der sagt mir dann natürlich auch, das liegt nicht an dir. Aber in erster Linie denke ich mir halt, das liegt an mir, weil ich irgendwie was falsch mache, weil ich blöd rüberkomme, weil ich unfreundlich bin, weil, keine Ahnung. Ja gut, aber ich sag mal, Views sind natürlich auch nicht alles, weil... Nein, sag mal, was hast du jetzt davon, wenn du jetzt 1000 Views hast, aber jeder von den 1000 Views hat dein Video nur eine Minute lang geguckt und hat dann abgeschaltet. Ja, ja, klar. Weißt du, dann hab ich lieber dann, weiß nicht... So G-Police, wo du es jetzt vorhin angesprochen hast, da habe ich die 50 Zuschauer, die ich dann habe, aber die gucken sich das dann wirklich zu 80% an, das Video. Ja, also die hören dann mir auch zu, was ich erzähle und sowas. Ja. Und sowas finde ich also einfach geiler. Ja, ist ja auch. Ich meine, da bin ich auch selbstkritisch zu mir selber, dass ich da manchmal ein bisschen übertreibe und dann für mich persönlich denke. Weil ich meine, da lügt sich, glaube ich, jeder in die Tasche, der sagt irgendwie, nö, das ist mir vollkommen egal und wenn ich irgendwie nur einen Zuschauer habe und so... Ich möchte natürlich schon gern viele Leute haben, die sich das angucken und die einfach Spaß haben an den Spielen, die neue Spiele kennenlernen und so, das freut mich halt. Ne? Aber gut, das kann halt nicht immer so klappen. Was damals interessant war, beim ersten Tag, ne, ich habe da echt viel hochgeladen und ich hatte da echt schon Zuschauer. Also ich habe da an diesem einen Tag bei den 12 Videos bestimmt insgesamt 20 Zuschauer gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Also, weil das war ja auch noch ein unbekanntes Spiel und alles. Das war total verrückt. Und ich kann mich auch noch an meine erste schlechte Bewertung erinnern, damals bei den Sternen. Oh, ja. Da habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht, boah, wer bewertet mich denn schlecht und so, weißt du? Und damals dachte ich noch gar nicht, dass es sowas wie Hater gibt und sowas. Da hast du mal irgendwo drüber erzählt, da hast du nämlich eine Ein-Sterne-Bewertung, glaube ich, bekommen und die Welt ist zusammengebrochen. Ja, ich habe mir so gedacht, was ist denn los? Was ist denn gerade an dem Video so schlecht und so, weißt du? Ja, genau. Also mittlerweile, ich meine, ich hab ja wirklich das Glück, dass ich nicht so viele negative Bewertungen im Laufe der Zeit bekommen habe. Ich glaube, ich habe nicht mal 1000 jetzt nach den ganzen Jahren. Ja.
Und das ist doch schon mal eine Kunst, das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, aber selbst wenn, weißt du, das ist auch eine Glückssache. Ich wüsste irgendwo. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Glückssache. Ich habe einfach nur anständige Leute. Kriegt man die Hater ab oder kriegt man sie nicht ab? Das ist so. Ja. Also, weil die Hater gibt es so oder so. Mhm. Ob man die abkriegt oder nicht, das ist halt die Sache. Genau. Und das ist auch kein Achievement von mir selbst oder so. Achievement unlocked, no genau. Hater. Ja, nee, aber klar, das ist halt so eine Sache. Nee, aber um abschließend mal zu fragen, worauf ich eigentlich schon die ganze Zeit hinaus wollte, da fällt mir doch wieder was Neues ein. Glaubst du, mit der Entwicklung der heutigen Zeit, also was ich vorhin meinte, so von wegen weg zu YouTube, mehr zum Livestreaming hin, also zu Twitch und so, glaubst du, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dass irgendwann es ein Ende der Let's Plays gibt, wie wir sie kennen? Oder glaubst du, es wird trotzdem so weitergehen und das ist einfach nur eine zweite Schiene? Und momentan wirkt es nur so, als ob immer mehr Leute aufhören mit Let's Plays und immer mehr streamen. Wie siehst du das? Ich denke, es bleibt einfach erstmal zweigleisig, also, weil. Also, natürlich, es gibt dann halt einerseits die Streamer und andererseits die Let's Player. Ich finde es halt irgendwo entspannter, so ein Let's Play zu schauen, weil das halt. Ich finde so ein Let's Play ist dann irgendwie, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Fernsehen vergleichen würdest. Ich habe mich zum Beispiel früher immer unglaublich auf Simpsons gefreut, ne, weil es immer abends kam, so zwischen 17 und 18 Uhr kamen, glaube ich, 2 Folgen damals. Hm. Ich habe mich wirklich die ganze Nacht darauf gefreut, diese beiden Folgen zu gucken, weißt du? Und vielleicht ist das Let's Play auch so ein bisschen sowas für die Leute, dass sie sich da einfach freuen, boah geil, gleich lädt der wieder was hoch oder so, ne? Kann ich das wieder gucken. Und Livestreams hingegen sind so wirklich so Events für mich. Deswegen, ich kann so einen Dauerstreamer kann ich nicht so gut gucken, weil da halt auch einfach nichts Besonderes mehr passiert. Weißt du? Ja, da ist das Besondere irgendwo weg. Und ich schätze mal, dass das vor allem eher die alteingesessenen Leute, die jetzt Let's Player geschaut haben, die werden wahrscheinlich auch eher da bleiben, sag ich mal. Die jetzt nur das Stream kennengelernt haben, die können mit Let's Plays wiederum nichts anfangen. Ja, das also ist ich sag mal, zukunftsträchtiger wäre wahrscheinlich das Stream an sich. Weil wenn, dann würden, ich sag mal, Let's Play-Zuschauer eher zum Stream gehen als umgekehrt. Aber ich glaube auch schon, die Leute, die halt lieber, wie gesagt, Let's Plays gucken, weil sie halt auch einfach kommentieren können, weil es halt einfach was anderes ist. Ja. Die bleiben dann auch eher da. Ja. Was denkst du? Ebenso. Okay. Dito, wie man das so schön sagt heute. Dito. Dieter. Dieter van Thies, ja. Ich habe früher immer gedacht, dass die echt, das ist ja die Ex-Frau von Marilyn Manson. Mhm. Dass sie echt so wie Dieter geschrieben wird. So. Dieter van Thies. Ah ja. Schöner Name. Die Burlesque-Tänzerin. Das sind ja immer die, die in diesen großen Cocktailgläsern da rumschwurbeln. Rumspraddeln wie eine Quaddel. Da sind wir wieder dabei. Ja. Nee, aber wie kann man jetzt überhaupt da drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist es überhaupt wichtig? Ich glaube nicht. Was aber wichtig ist, dass ihr hoffentlich Spaß gehabt habt. Spaß gehabt. Eineinviertel Stunden lang. Bei diesem Podcast und ich hoffe, wir konnten euch bei der Stange halten. Und mich würde freuen, falls ihr irgendwie natürlich gerne Feedback abgebt. Wie fandet ihr was? Wie seht ihr die ganzen Sachen? Also ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Zu den ganzen Punkten oder zu einigen Punkten oder zu einem Punkt oder zu 2 Punkten oder zu 3,5 Punkten. Wie ihr das möchtet, vielleicht auch zum Komma, kann man ja auch mal machen. Jedenfalls danke an dich, Dennis, dass du die Zeit genommen hast. Und gerne. Gerne wieder. Gerne. Ja, du bist immer wieder gern gesehen. Oder gehört. Auch, ja, gesehen auch. Okay. Auch. Na, auf jeden Fall, ja, was gibt's noch zu sagen? Schaut Let's Plays, lasst die nicht sterben. Genau. Ganz pathetisch. Tut was für sie. Genau. Ein Link zu dem Kanal von Dennis findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, standardmäßig. Und vielen Dank. Ansonsten, ja, gerne, gerne. Schaut mal bei ihm vorbei. Aktuell Let's Play, er Spyro 4. Wann kommt Enter the Dragon Video? Vorbei. Mit was? Wann kommt das Video hoch? Irgendwann in den nächsten Tagen, denke ich mal, so Anfang dann März. Dann ja. 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 Denn schon, ja. Nee, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, muss ich sagen. Ja. Ich bin nicht umsonst Dankeschön. Bei ihm kleben geblieben. Dankeschön. Ja. Außer der hat seinen Charme. Ne? Wenn du einen anrübst, das ist... Mein Schal, ja. Dein Schal. Er hat so ein Kinn wie Herkules, hat er. Ein Kinn wie Herkules. Auch mit so einem Wirbel da drin. Ja, genau. Mit schon den Schal zum Wirbel. Ja, auf jeden Fall. Jetzt machen wir Schluss. Jo. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video auf Dave Dirt Music. Ahoi. Dave Dirt Music?
DaveDernTV. Aber DaveDern Music ist mein Zweitkanal. Da könnt ihr gerne auch vorbeigucken. Ich denke schon. Hab ich jetzt was verpasst? Ach, geil. Das ist mir auch noch nicht passiert. Da könnt ihr gerne Musikrezensionen, Musikreviews im Bereich Rock und Metal sehen, wenn ihr möchtet. Schaut auch da gerne vorbei, auf jeden Fall. Da hast du dein Fauxpas aber wunderbar nochmal übergeleitet. Das war, ja, ich muss dein Fauxpas. Aber mein Fauxpas, ja, das ist ja auch so eine Sache. Ich bin ja ein Let's Player, der sehr auf Improvisation setzt. Also ich mache mir nicht vorher Gedanken, was könntest du wann, wie, wo sagen oder mach mir ein Skript, selbst das soll es ja geben. Sondern ich bin halt jemand, der so spontan irgendwie ist. Und da kann man halt auch sich schon mal im Affekt irgendwo über Sachen aufregen, wo man im Nachhinein denkt, das wäre irgendwie unnötig. Aber das passiert halt und da stehe ich auch zu. Auch wenn das Leute nicht mögen, ist mir scheißegal. Ich mache es trotzdem, fertig. So, genau. Knallhart auf den Tisch gehauen. Und ich hau jetzt auch knallhart auf den Tisch, obwohl es ging. Aber kannst du knallhart auf den Tisch hauen? Ich sitze auf dem Bett. Du sitzt auf dem Bett. Ach ja, wenn man bei dir ist, dann kommt man ja auf die Lustwiese, ja. Wir kennen das Thema, ja. Genau, auf jeden Fall. Wir werden das Thema auf jeden Fall auch nochmal vertiefen. Ja, ach, gerne doch. haut rein, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Hallo. Auf DaveDernTV. Scheiße. Ich sag einfach schon mal Tschüss. Ja. Ne? Ja. Ja, tschüss. Ist gut. Haut rein, Leute. Und ja. Ciao, euer Dave.